Diese Episode wird euch präsentiert von Zoom, die kürzlich mit dem R20 einen neuen Multitrack-Recorder vorgestellt haben. Das Gerät ermöglicht das Recording von 8 Spuren gleichzeitig auf einer SD-Karte sowie das Abmischen und Editieren direkt in der Hardware. Außerdem kann es als Audio-Interface für euren Mac oder PC verwendet werden. Genauer werden wir das Gerät später im Gear Corner besprechen. Sorry, ey, ich muss ein bisschen zusammenreißen. Wie ist dein Puls so nach Episode? Episode? Ich habe auch gedacht, so ja, geil, zweites Wort direkt verkackt. Du darfst auch ruhig lachen, habe ich kein Problem mit. Ich wollte dich nicht so verunsichern, aber ich muss mich echt ein bisschen zusammenreißen. Aber der Rest war gut, hast du gut gemacht wieder. Ja, wie du schon gesagt hast, wir sprechen später noch darüber und es soll besondere Funktionen für Menschen mit Sehbehinderung geben. Und da bin ich sehr gespannt, dass da auch mal die Hersteller drauf eingehen und da Lösungen bieten. Auf jeden Fall. Und Gott sei Dank kann man uns auch, oder muss man uns nicht unbedingt sehen, sondern kann uns auch hören. Und deshalb hören wir auf zu labern und machen jetzt weiter. Ne? Was für eine Überleitung, Wahnsinn, machen wir das. Unglaublich, heute ist wieder richtig gut. Heute passiert auch noch irgendwas mit meiner Technik, ich bin mir hundertprozentig sicher. Es brennt schon. Der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 93. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Klaus Bohn. Und mein Name ist Marc Beetz. Was ist denn mit dir los, ey? Ich weiß auch nicht. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Namen für einen Junge. Und mein Vorschlag ist Bono. Bono ist gut. Bono Bohn. Bono Bohn ist doch cool, oder? Naja, egal. Okay, bevor unser Gast denkt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet, stellen wir ihn erstmal vor. Heute zu Gast ist Produzent und Songwriter Yannick Riegert vom Producer-Duo Quarterhead. Hallo Yannick, schön, dass du dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, guten Morgen. Mit dir sprechen wir heute über den modernen Songwriting-Workflow. Und ja, wir rekapitulieren so ein bisschen die Entwicklung des Songwriting-Prozesses der vergangenen Jahrzehnte sogar, sprechen darüber, welche Stilmittel von damals vielleicht heute auch noch in der kommerziellen Musik zu hören sind und diskutieren natürlich halt auch über die digitalen Möglichkeiten, die es das Internet auch aktuell liefert und ja, die Welt auch irgendwie einfach zusammenbringt. Und wenn ihr da draußen Fragen an uns habt, oder speziell auch an Yannick, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Facebook- oder YouTube-Kommentarfunktion an uns stellen. Und ja, ich wollte noch einmal ganz kurz auf die Masterclass mit Aljoscha Sieg am 14.12., also nächste Woche. Ja. Stopp, du wolltest dich über mich lustig machen? Ich spreche es noch nicht aus, aber da steht was in den Aufzeichnungen. Ich weiß nicht, ob die Autokorrektur dazu geschlagen hat, aber jetzt musste ich mich gerade zusammenreißen, als ich das gelesen habe. Ja, was denn? Ja, guck mal, mit wem die Masterclass ist. Mit Aljoscha. Ah, ja. Ja, da habe ich das irgendwo auf der Website falsch geschrieben, aber ich habe den Namen ja richtig gesagt. Aber der Aljoscha, schöne Grüße an Aljoscha, war letzte Woche bei uns. Genau, von Pitchback Consulting, vor 2 Wochen. Und er wird euch erklären, ja, wie man ein Tonstudio-Business erfolgreich aufbaut. Das Ganze findet von 11 bis 18 Uhr statt. Ticket kostet 89 € und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und das Coole ist, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, dann könnt ihr euch das Video auch noch 30 Tage lang angucken. Es dauert dann nicht 30 Tage lang, aber es ist 30 Tage noch für euch verfügbar. Sehr gut. So. Was ist heute los? Wahnsinn. Geht schon richtig gut los hier. Ne? Geht super gut los. Ja, aber neulich hat Valomat hat geschrieben, er wartet immer auf die Netzer-Dellmann-Momente zwischen uns beiden. Ich glaube, da haben wir heute schon das Kontingent aufgebraucht. Eindeutig, ja. Naja, okay. Kommen wir mal zu dir, Yannick. Ein bisschen spät, aber ja, okay. Ich spare mir das Ende des Satzes. Oh mein Gott. Ich habe Spaß bis jetzt. Das ist die Hauptsache. Erzähl doch mal, was gehört zu deinen Tätigkeiten? Spannende Frage. Also in erster Linie sind Josh und ich, Josh ist mein Partner, zusammen Quarterhead. Das ist ein Artist-Projekt, aber auch ein Produzenten- und Songwriter-Duo. Josh entschuldigt sich heute, der hat sich aus der Kälte verdrückt und sendet liebe Grüße von Costa Rica. Okay. Ja, ist herrlich. Der hat wunderschöne Videos geschickt von Äffchen, die über irgendwelche Palmen klettern. Und wir haben hier so 2 Grad und Nieselregen. Müssen wir uns mit begnügen. Jedenfalls machen wir das gemeinsam, seitdem wir
14 sind, 14, 15. Also wir haben so als Band während unserer Schulzeit angefangen. Krass. Und dann hat sich das so entwickelt. Angefangen haben wir eigentlich als Band, ne? Also Josh singt und spielt Gitarre und ich am Klavier und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und heute sind wir Produzenten, Songwriter und schreiben und produzieren für Künstler wie Robin Schulz, Alle Farben, Felix Jähn, Ella Henderson, mit Ofenbach machen wir sehr viel. Wir haben aber auch schon Sachen wie Schiller gemacht oder Vincent Weiss. Also ganz bunt eigentlich, so ein Ding. Mhm. Und in den letzten Jahren ging es auch immer mehr für uns in Richtung Artist-Projekt. Also wir bringen jetzt auch vermehrt eigene Sachen raus und sitzen nicht immer nur im Hintergrund. Und das ist natürlich dann sehr bunt, ne? Also das fängt, wir machen auch dann die ganze Bandbreite von erster Idee, Songwriting, Skizzen, Demos produzieren, komplette Produktionen, hinten raus, Mischen, Mastern. Alles, was sein muss, würde ich sagen. Wie seid ihr an solche Credits rangekommen? War da hat sich das einfach mit der Zeit durch euer Netzwerk ergeben? Ja, das sind eigentlich immer irgendwelche Zufälle, die man vielleicht auch sucht, aber die dann irgendwie zusammenkommen. Also wir haben natürlich auch ein super starkes Team, muss man dazu sagen. Es geht natürlich nicht alleine. Wir haben einen tollen Musikverlag mit Kobalt, die sich viel Mühe geben, uns gute Sessions zu besorgen, uns mit spannenden Musikern zu connecten. Wir haben ein tolles Management in Frankfurt, Stefan Dabruck Management. Die geben sich auch sehr viel Mühe. Wir haben jetzt als Künstler einen Labelvertrag bei Virgin Records Universal. Das ist auch ein super Team und dann am Ende siegt halt immer die Musik und die Idee. Ne? Da sind wir eigentlich schon direkt im Thema. Am Ende ist es dann eine Melodie, ein paar Zeilen, ein paar Akkorde, die irgendwie gut zusammenkommen und dann ist das für irgendjemanden interessant und in dem Moment entwickelt sich dann was daraus. Aber es ist ein sehr langer Prozess auch. Ne? Also das klingt jetzt so, aber wir machen das ja jetzt auch schon. Ich bin jetzt 28 Jahre alt, machen das jetzt. Wir haben direkt nach dem Abi losgelegt, also das geht nicht von heute auf morgen. Das ist so ein ganz gemütlicher Prozess, glaube ich, wo man viel Geduld braucht und ja, und auch wenn wir jetzt gerade über Songwriting reden, ne, also zum Songwriting gehört natürlich auch, dass 90% der Songs nicht rauskommen. Okay. Die dann einfach auf diesen Hard Drives, die hier unten unterm Tisch sitzen, verschimmeln und nur für uns da sind. Ne? Das gehört auch dazu. Ja, da sprechen wir ja dann auch gleich nochmal kurz drüber. Ihr seid aber, oder du bist auch live als DJ unterwegs, richtig? Genau, wir machen das zusammen auch als DJ, ja, tatsächlich. Ah, okay. Cool. Und wie sieht es mit Mixing und Mastering aus? Macht ihr das dann auch? Ist das im Komplett? Ja, tatsächlich. Also diese DJ-Kiste ist jetzt gerade eigentlich relativ frisch dazugekommen, weil wir halt sehr viel elektronische Musik machen. Und dann bietet sich das an und es ist auch ein total neuer Zugang zu Musik. Also ich habe da total viel Spaß dran. Man sagt ja immer so, so easy, es kann ja jeder. Und es ist auch tatsächlich, also wenn man es gut machen will, natürlich super schwer. Der Einstieg ist relativ einfach. Es ist leichter vielleicht als Gitarre zu lernen. Wenn man mal 5 Stunden gemacht hat, kommt man schon ein bisschen vorwärts. Aber man hat einen geilen Zugang zur Musik, weil man nicht über irgendwas nachdenken muss. Man spielt einfach die Tracks. Wer vielleicht schon mal gedjayed hat, auch von den Zuhörern, das ist einfach ein geiles Gefühl. Man muss nicht so viel nachdenken. Als Produzent oder Songwriter ist man ja immer so kritisch. Man ist immer so in diesem kritischen Mindset und man hinterfragt ständig Dinge und beim Auflegen kann man einfach mal laufen lassen. Also das ist eine coole neue Nuance so im Leben drin. Und aber tatsächlich, wir sind absolute Nerds. Ne? Also das Mikro hier ist auch selber gelötet und so. Also wir sind so, das ist schon, ja, also auch unser Studio-Setup ist so ein Hybrid-Setup, würde ich sagen, viel Outboard. Also gerade so Vocals printe ich auch gerne mal analog. Fürs Mastering finde ich auch, einfach gibt es schon auch analog einfach Schätzchen, da kommt der Pultec irgendwie gut und auch so ein paar Kompressoren. Es ist einfach, macht für uns irgendwie einen Unterschied. Und ansonsten sitzen wir digitales Zwei-Mann-Studio, ne, mit Cubase und schneller Computer, große Lautsprecher, wenn man das hat. Aber das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Bestandteil, auch eigentlich so der Kernjob. Also ich würde sagen, so in unserer modernen Welt, wie das so ist, ist unser Workflow eigentlich so, dass wir fast alles aus einer Hand immer angeben können. Also wenn jetzt ein Song von uns rauskommt, kann man davon ausgehen, dass wir den von vorne bis hinten auch gemacht haben. Okay. Na, also wir haben natürlich auch hier, wir sind eine Studio-Community, super nette Leute hier auch. Da kann man auch immer mal sich ein Ohr leihen, mal ein bisschen Feedback einholen. Also ich würde mir das auch nicht alleine alles zutrauen. Ne? Das ist immer wieder beim Team. Es macht einfach Sinn, es gemeinsam zu machen. Dann mische ich hier und dann kommt Josh und sagt da 800 Hertz, das geht so gar nicht. Und dann hat man einfach so ein Feedback-Tandem und mit dem funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, du sitzt aber bei Thomas Eifert in der Studio-Community, der auch schon mal bei uns zu Gast war im Podcast. Ganz genau, ja, liebe Grüße, der ist hier gerade nebenan. Ja, sagst du einen lieben Gruß von uns. Ja, richtig aus.
Und schreibt ihr auch Lyrics? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das komplette Paket tatsächlich, ja. Okay. Cool. Euer Studio-Rundgang hast du uns ja auch eigentlich schon gegeben. Dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt mal ins Thema Songwriting einsteigen. Du hast ja schon vieles erzählt, aber wir sprechen ja über den modernen Songwriting-Workflow. Was würdest du denn sagen? Was macht so einen modernen Songwriting-Prozess oder Songwriting-Workflow aus heute? Geiles Thema. Was ich unglaublich spannend finde eigentlich ist, dass so alles möglich ist und unglaublich viele Möglichkeiten so dazukommen. Man hat ja das Gefühl, je mehr Technik in Dinge involviert sind, umso schneller verändern sich auch die Prozesse und umso mehr Möglichkeiten gibt es. Und mit dieser Beschleunigung kommen natürlich auch immer mehr so Kreuzungen dazu. Ne? Also ich glaube, die meisten Songs beginnen wahrscheinlich dann trotzdem mit einem Menschen an der Gitarre oder an einem Klavier oder vielleicht an einem Beat, den man sich irgendwo runtergeladen hat. Mhm. Je nachdem auch nach Genre, ist es ja auch ganz unterschiedlich. Und dann entsteht da irgendwas aus irgendeinem kulturellen Ding, irgendwas, was man ausdrücken will, irgendwas, was man sagen will, irgendwas, was irgendeine Emotion ist, muss ja irgendwie immer am Anfang stehen. Und dann fügt sich das irgendwie. Aber die spannende Sache ist, dass nur weil wir heute sagen können, wir laden uns eine Gitarre von Splice runter, die wir selber so nie spielen könnten und schreiben darüber, oder weil wir sagen, ich hab Rhymezone offen und finde automatisch schneller die passenden Reime für meine Lyrics, oder weil ich vielleicht an einer Zoom-Session sitze mit drei tollen Songwritern, einer ist in L.A. und einer ist in Schweden und wir schreiben irgendwie über mehrere Kontinente gemeinsam Musik, fällt es ja nicht weg, dass es vielleicht diesen Songwriter gibt, der wirklich nur mit seiner Ukulele in seinem Studentenzimmer sitzt und ganz alleine den Song macht, der den Unterschied macht. Also das fällt ja nicht weg, sondern das kommt einfach alles immer noch hinzu. Und das finde ich eine unglaublich spannende Sache. Wir arbeiten hauptsächlich in so einem, ich würde jetzt mal sagen, relativ professionalisierten Umfeld. Das heißt, sehen vielleicht viele auch gar nicht so als Business, aber tatsächlich ist ja ein Songwriter sein auch wirklich ein Job sein. Und das wird bei uns auch viel über unseren Musikverlag Cobalt Music gesteuert. Ne? Also die schicken uns dann wirklich Vorschläge, hey, hier ist ein spannender Topliner aus England, hier ist eine tolle Sängerin aus Frankreich, findet ihr das interessant, könntet ihr euch das vorstellen? Und dann gleicht man deren Musik so mit der eigenen ab und wenn man irgendwie merkt, da gibt es einfach Parallelen oder man findet eine Stimme total spannend oder könnte sich vorstellen, man wollte schon immer mal einen Song in der Richtung machen und das könnte interessant sein, dann verabredet man sich. Mhm. Vor Corona natürlich viel auch ne, durch Reisen, man fährt nach London für eine Woche und schreibt einfach gemeinsam. Da ist zum Beispiel auch Head, Shoulders, Knees and Toes entstanden. Das ist, glaube ich, unser erfolgreichster Song gewesen in den letzten. Ach, der ist an euch? Ja, den haben wir verbrochen. Krass. Das war auch so ein Ding, das war mit einem guten Freund in London und Norma, der Sängerin. Und ich glaube, das ganze Ding war geschrieben in anderthalb Stunden. Also es ging sehr, sehr schnell. Und dann ist man vor Ort. Jetzt während Corona sind wir natürlich ein bisschen dazu gezwungen, in Hüttenberg zu bleiben. Ist wunderschön hier. Ne? Aber da muss man, da sind wir dann wieder bei diesen ganzen digitalen Möglichkeiten. Ne? Also das ist tatsächlich so, wie wir uns jetzt hier sehen, zu dritt in so einer Art Zoom-Konferenz. Das ist schon auch so, wie Songwriting dann während der Pandemie oft ablief oder tatsächlich auch jetzt noch abläuft. Weil man einfach sagt, man trifft sich um 11 Uhr. Hier ist der Zoom-Link und dann geht es irgendwie los und man macht was gemeinsam. Und das hat natürlich zum Beispiel dann auch wieder eine ganz andere Herangehensweise, weil da kann man gar nicht gemeinsam musizieren, weil man hat immer Latenz. Das heißt, dieser Effekt, ich setze mich jetzt ans Klavier und ich spiele was und jemand von euch singt dazu, das funktioniert ja in dem Sinne gar nicht. Also das nimmt natürlich diesen intimen Moment des im Raum gemeinsam Musik machen komplett weg. Kann man leider auch nichts machen, das ist dann so, das ist die Restriction. Und gleichzeitig haben wir es trotzdem immer wieder hingekriegt, auch interessante Musik darüber zu machen. Ne? Also das geht tatsächlich. Es sind unglaublich verschiedene Möglichkeiten. Und dann hängt es natürlich auch an den Persönlichkeiten total ab. Ne? Ich finde, man kann zwar irgendwie sagen, so läuft das ab. Ne? Der Verlag steckt einen Produzenten, einen Topliner und eine Sängerin in den Raum oder einen Sänger und eine Produzentin oder was auch immer und dann machen die zu dritt irgendwas. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand in den Raum kommt und sagt, ey Leute, ich habe gerade vor 2 Wochen mit einem guten Freund gesprochen, der hat ein Breakup. Und den hat das und das total beschäftigt und da kam mir die und die Idee. Und auf einmal steckt man schon total tief drin und vielleicht ist der Song dann auch schon relativ weit. Und also die Workflows sind, glaube ich, unglaublich vielseitig. Wenn man jetzt mal in die Vergangenheit gucken will, dann würde ich sagen, wird es interessant, dass man immer mehr gemeinsam macht.
Also, ich hatte mal einen schönen Post gesehen von einem Verleger, der hatte dann gesagt, naja, irgendwie zu Beatles-Zeiten, die haben teilweise ihre Songs alleine zu zweit, zu dritt geschrieben. Oder es gab diesen einen Songwriter, der mehr oder weniger alleine, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele von Leuten, die wirklich mehr oder weniger im Alleingang krassen Kram gemacht haben oder vielleicht in kleinen Total. Teams. Und wenn man heute in die Charts guckt, dann findet man teilweise 11, 12, 13 Writer an einem Song. Ja, So, wo man sich dann das ist fragt, super okay, krass. und von ihm ist dann noch die Hi-Hat oder so. Das ist natürlich super interessant. Und dann, ja, es ist wirklich eine spannende Frage. Ja, klar, auf jeden Und Fall. dann kommt natürlich nochmal der Gedanke, woher rührt das? Und wenn man dann zum Beispiel feststellt, aha, naja, die Hook ist ja eigentlich aus einem anderen Song, ne? Da hat man zum Beispiel sich eine Melodie, irgendwie hat man da eine Melodie irgendwo mit eingebaut und vielleicht einen neuen Text drüber geschrieben. Das hört man ja, also wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit hat beim Musik hören, merkt man das immer wieder, da ist irgendwie mal eine Idee hier mit eingeflossen und so weiter. Das heißt, dieses gemeinsame Musizieren und auch so dieses über eine Session hinausdenken und vielleicht Sachen wirklich in ganz neue Kontexte setzen. Den einen Song, der 2001 mal erfolgreich war, nicht einfach nur covern, sondern zu sagen, man packt vielleicht einen ganz neuen Text, neues Gewand, neuen Sound drüber. Das ist, glaube ich, was gerade jetzt so im Popwriting schon vermehrt passiert. Was es vielleicht so in den 60er, 70er Jahren gar nicht gab oder nicht so häufig zumindest oder was nicht so offensichtlich war. Und dann kommen wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir können einmal mit Melodien und Texten, die wir vielleicht irgendwie sich irgendwie, ja, klauen ist das ja nicht, man leiht sie sich ja. Man beteiligt ja auch die Leute am Copyright, ne? So ist nicht. Man klaut ja nicht. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, wirklich zu samplen, also zu sagen, irgendwo in den 90ern gab es ein krasses Instrumental, da nehme ich jetzt 8 Takte von und schraube die irgendwie in was Neues rein. Genau. Das kann ja auch unglaublich gut funktionieren, ne? Also. Klar. Da können wir ja auch gleich nochmal kurz drauf kommen. Du hast jetzt schon viele Themen angerissen, auf die wir gleich auch Ja. nochmal intensiver eingehen wollen. Aber du hast ja schon den Workflow angesprochen. Das heißt, du hast eigentlich wahrscheinlich gar keinen fixen Workflow mehr oder keinen festen Startpunkt, sondern der unterscheidet sich von Track zu Track, oder gibt es da doch ein Genau. Template, was du am Anfang aufmachst, so Cubase-Template, und dann legst du Also mal ich glaube, los? es wäre echt traurig, wenn wir allen Songs immer gleich machen würden. Ich glaube, in dem Moment hört man auf, Ja, Songwriter zu sein. Also ich glaube, das stimmt. ist das Wichtigste. Ich mag das auch total. Wir haben eben über diese Rollen gesprochen. Das ist auch eine Frage, die auch schon ich oft gestellt kriegen. So, wer macht denn bei euch was? Und da ist eigentlich die Frage, also ich kann jetzt nicht so gut singen wie Josh, da haben wir eine Unterscheidung. Und wenn die Gitarre zu komplex wird, spielt Josh die. Und wenn der Piano-Part zu komplex wird, spiele ich den. Aber ansonsten switchen wir das komplett rum. Und wer auch immer gerade kreativ irgendwo eine Initialzündung hat, der macht einfach. Und ich liebe das auch total, an manchen Tagen viel zu texten und gar nicht so viel zu produzieren und am nächsten Tag irgendwie jemanden im Raum zu haben, der total im Text drin ist und wo man merkt, den würde ich jetzt eigentlich nur stören mit meinem Input oder der ist gerade, der weiß genau, was er sagen will. Und dann konzentriere ich mich vielleicht lieber auf die Produktion oder sehe zu, dass ich ein super interessantes Akkordschema darunter baue oder dass ich irgendwie aus dem Juno den Sound rauskitzel, der da perfekt passt. Das heißt, dieses Rollenvertauschen halte ich im Workflow auch für unglaublich wichtig, damit man auch einfach sich nicht so einfährt in dem, was man macht. Ja. Ne? Also, weil der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier und Kreativität und Gewohnheit, das passt einfach nicht. Das ist kein Match. Es macht vielleicht Sinn zu sagen, man schreibt in einer Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Das kann auch immer eine gleiche sein oder das, also hier unser Studio zum Beispiel ist so ein Wohlfühlort für mich. Ich fühle mich hier einfach wohl, ich bin gerne hier, das hilft natürlich. Aber ansonsten finde ich es ganz wichtig, dass man immer wieder neu anfängt. Und trotzdem, klar gibt es das Cubase-Preset, was man irgendwie aufmacht, wo schon mal 8 Vocalspuren in eine Gruppe geroutet sind mit ein bisschen Hall-EQ und Kompressor drauf, dass wenn man kurz einen Scratch einsingt, dass das jetzt nicht ganz roh klingt, sondern dass man schon mal so ein bisschen das Gefühl von Record hat. Da ist auch ein Klavier und ein Serum und noch ein paar andere Synthes einfach schon mal so drin. Wir haben auch meistens eine Gitarre irgendwie im Amp eingestöpselt und wir haben in der Regel auch irgendwie den Moog hier stehen und den Juno, die sind an. Da kannst du einfach die jederzeit spielen und man hört was und man versucht zumindest alle Instrumente erstmal greifbar zu haben. Und aber ansonsten ist das Template schon sehr roh. Und da ist natürlich auch nichts in Stein gemeißelt. Ja, okay. Und hast du irgendwelche hilfreichen Songwriting-Tools oder Tipps in Form von Software, ich sage jetzt mal unabhängig von Instrumenten? Also was ich unglaublich spannend finde, wir haben ja gerade dieses Thema Sampling auch schon mal angerissen, ist, was Splice zum Beispiel mit der Songwriting-Welt gemacht hat. Also das ist ja unglaublich, wenn man sich überlegt, dass so ein Song wie Friends von Anne-Marie und Marshmello, dieses Gitarren-Sample,
Riff ist einfach ein Splice-Sample und da war gar kein, also wahrscheinlich können die auch selber Gitarre spielen, das weiß man ja alles nicht, aber es hat gereicht, diesen Vibe hinzuziehen und zu sagen, okay, das ist unser Template, damit fangen wir jetzt erstmal an, das ist unsere Basis. Oder auch, also gerade wenn man überlegt, heutzutage hat ja auch gerade im Pop-Bereich oder auch im Urban-Bereich hat ja Songwriting auch schon sehr viel mit der Produktion zu tun, also die ganze Soundästhetik, wie machen wir die Beats, wie klingen die Drums, was für Sounds benutzen wir, das hat ja schon ganz viel mit dem Writing zu tun, das geht ja schon unglaublich weit rein, also das ist ja weit, also Ed Sheeran hat es ja, glaube ich, ein bisschen einfacher, der sitzt an seiner Gitarre und schreibt einen guten Gitarrensong, Lagerfeuer-Vibe und wenn das funktioniert für sich, dann kann man das produzieren, dann kommt dieser nächste Schritt. Aber wenn wir jetzt über ganz viele andere Musiker reden, die gerade so irgendwie Sounds nach vorne treiben, sei es jetzt Dua Lipa oder sowas, das sind natürlich auch Songs, die zwar funktionieren würden an der Gitarre, aber da geht ganz viel über Sounddesign. Und da finde ich tatsächlich sowas wie Splice ist ein unglaublich krasses Mittel, weil man kann ja immer nur mit dem Horizont arbeiten, den man so hat. Und ich kann mich noch erinnern, so mit 20 hatte ich so meine Sample-Library, die habe ich gehütet, das war mein Schatz auf meinem Rechner. Aber ein Sound, der da nicht drin war, den konnte ich nicht nutzen und ich hätte auch, es war immer nicht ganz so einfach, dann das irgendwie zu erweitern oder man musste immer viel Geld ausgeben. Und bei Splice tippe ich oben ein, irgendein Genre, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe, irgendwas mit Brazilian irgendwas. Und dann kommen Sounds, die ich vielleicht noch nie gehört habe, die aus einer Kultur kommen, mit der ich überhaupt keine Berührung habe, aber in dem Moment, wo das dann in mir eine Kreativität auslöst, kann ich damit arbeiten. Mhm. Und da sind wir wieder bei diesem globalen Gedanken. Splice ist ja wie so eine Kultur-Library. Das ist ja nicht einfach nur 1000 Hi-Hats, sondern das hat ja auch noch diesen ganzen kulturellen Hintergrund. Meistens sind die Packs ja auch von großen Producern gemacht oder von Leuten, die in einem bestimmten Genre wirklich Cracks sind. Und dann kann man sich für, was kostet das, 8 € im Monat, dieser ganzen Kultur bedienen. Und das finde ich, das ist ein wahnsinniges Mittel, das ja nicht nur Sounddesign-technisch, sondern weil da eben auch mal ein Riff drin ist und mit was schon Akkorde vorgibt oder weil da ein Piano drin ist, was schon mal einen Lick vorgibt, ganz, ganz viele kreative Impulse einfach schon kriegt. Ne? Also selbst wenn man jetzt sagt, man kann gar kein Instrument spielen, ich bin mir ziemlich sicher, auf Splice findet man irgendwas, worüber man dann gerne singt, wenn das das eigene Ding ist. Also das finde ich unglaublich spannend. Ansonsten klar, also Rhymezone ist für Lyrica, glaube ich, auch so ein Thema. Das nutzt wirklich fast jeder. Ja, das sieht man immer in den Sessions, hat immer irgendjemand einen Tab mit Rhymezone offen. Gibt es natürlich auch deutsche Äquivalente zu. Finde ich auch total hilfreich, weil man einfach auch da wieder so ein bisschen den Kosmos aufmacht. Was wir ganz viel schreiben, ist tatsächlich auch, also gerade wenn wir, also selbst im Raum finde ich das total spannend, über Google Docs zu schreiben oder über Shared Docs, das geht ja auch mit anderen Tools, aber dass man einfach, dass immer, wenn jemand was schreibt, das alle irgendwie auf dem Screen haben, das finde ich auch spannend, weil man dann auch vielleicht mal so ein Scratch-Satz, der vielleicht gar nicht so, der es gar nicht in den Song schafft, aber der Satz ist vielleicht interessant und führt dann wieder zu einem neuen Gedanken. Und der Gedanke kommt auf einmal dem Producer, der eigentlich mit dem Text gar nichts zu tun hat, aber in dem Moment, wo er das hier liest, kommt da vielleicht was. Ne? Also diese Verknüpfung von Gedanken ist da irgendwie sehr viel schneller und effizienter. Also das finde ich auch unglaublich spannend. Und womit wir jetzt nicht so viel arbeiten, was ich mir aber auch vorstellen kann, was glaube ich echt cool ist, gerade im modernen Vibe, es gibt ja zum Beispiel so Chord-Libraries mit MIDI, wo man sich dann einfach drag-and-drop irgendwelche Jazz-Chords reinzieht und auf einmal hat man die oder irgendwelche, also jetzt höre ich für alle Genres, finde ich auch unglaublich spannend. Ich habe jetzt die klassische Klavierausbildung, für mich ist das irgendwie, ich nutze das nicht so, ich setze mich dann hin und spiele das halt, wenn ich das will, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, ich habe was zu sagen, ich will Songs schreiben, aber ich habe jetzt keine Klavierausbildung und ich kann auch nicht wirklich gut Gitarre spielen, dass man da, glaube ich, auch sehr viel Inspiration von ziehen kann. Total, kann ich bestätigen. Ich nutze so ein Tool. Captain Chords. Wie heißt das? Captain Chords von Mix in Key. Das ist, ich finde es halt ganz cool, weil man da halt auch ganz gut Streicher-Arrangements halt machen kann. Ne? Also, wovon ich jetzt wenig Ahnung habe. Ne? Dann gibt man halt an, der Song ist in der und der Tonart. Dann wird dir halt angezeigt, welche Töne in dieser Tonart sind und dann halt alle verschiedenen Akkorde. Und man kann dann halt einfach per Klick einfach dann auch mal eine Phrasierung reinmachen oder Ostinaten reinmachen, einfach innerhalb dieses Akkordes, aber halt nur mit anderen Akkordstrukturen. Und das ist schon echt sehr, sehr hilfreich, finde ich. Also ich glaube auch nicht nur für Leute, die vielleicht weniger Ahnung mit Streichersätzen haben oder mit in Sachen Piano-Arrangement, sondern auch grundsätzlich um Inspiration. Und man kann halt, das Tool kann auch direkt schon verschiedene
Rhythmen, es gibt da unterschiedliche Rhythmen als Presets, die ja dann auch wieder Inspiration geben. Man kann die Akkorde an unterschiedlichen Zählzeiten dann halt auch einsetzen und so. Also das ist ziemlich flexibel und es sind halt auch wirklich coole Sounds dabei. Also oft erwische ich mich, dass ich dort einen Sound halt einstelle und dann halt die MIDI-Datei rausziehe und in irgendein anderes Plugin ziehe und, oder auf ein anderes Instrument und dann gefiel mir der Sound von dem Tool doch irgendwie besser und dann lasse ich das auch drin. Also es ist, gebe ich dir absolut recht. Gibt's das muss ich mal auschecken, Tools. Das klingt sehr spannend. Ja, man muss sich, ist so ein MIDI-Editor quasi. Ne? Vorher, Klaus, wie hieß das, mit dem ich vorher Suggester, mit dem habe genau. Ich vorher gearbeitet. Das war so ähnlich, aber das hier ist viel, dadurch, dass man es direkt in der DAW halt integrieren kann, es ist halt viel cooler. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen so am Anfang mit der Bedienung, aber das ist ja bei allem so. Wenn man es dann mal raus hat, dann ist es echt ganz cool. Ja, danke für den Tipp. Das checke ich gerne aus. Nochmal kurz auf das Sampling zurückzukommen. Wie sieht es denn da mit Copyrights aus? Ja, da muss man schon höflich fragen auf jeden Fall. Ne? Also es gibt ja immer zwei Rechte in der Musik. Das ist mal ganz bewusst. Es gibt immer das Copyright für die Idee, also für das Songwriting an sich. Das Urheberrecht an der Idee, an der Komposition. Und dann gibt es einmal das Masterrecht an der Aufnahme. Und das sind natürlich zwei getrennte Dinge, die auch von getrennten Leuten passieren können. Ne? Also in dem Moment, wo ich jetzt einen Song am Klavier einspiele, den es schon gibt, dann gehört mir das Urheberrecht nicht, aber das Recht an der Aufnahme, weil ich habe es ja gespielt. Und wenn ich jetzt was erfinde und du spielst es ein, dann gehört dir das Masterrecht, weil du hast die Aufnahme erstellt und mir gehört die Idee. Das sind zwei getrennte Sachen. Und wenn ich jetzt eine Melodie aus einem bestehenden Song in meinem verwenden möchte, dann muss ich natürlich die Autoren fragen, ob ich das Urheberrecht verwenden darf. Und wenn ich sagen will, diese Synthi-Line oder was auch immer, halt das tatsächliche Recording gefällt mir total gut und ich möchte davon was benutzen, dann muss man ja beide Rechte irgendwie, ne, klären. Mhm. Und das ist mitunter nicht so ganz einfach oder mit Gebühren verbunden. Also das ist nicht so ganz easy. Also gerade wenn man es kommerziell verwenden möchte, ne, ist das einfach nicht so ganz trivial. Okay, und ihr nutzt aber auch quasi Samples aus euren alten Tracks? Oder ja, vielleicht das, auch aus den ja, Tracks, die weiß ich selber so klauen. Darf man, das ist ja was anderes. Das passiert erstaunlich selten eigentlich. Aber jetzt, okay, wo du sagst, eigentlich könnte man das fast öfter mal machen. Ja, man hat immer so ein bisschen diesen, ich weiß nicht, bei uns ist das so, man neuer Tag, leeres Blatt Papier, komplett losgelöst von allem und dann versucht man einfach eine Sache zu erschaffen. Aber eigentlich könnte man wahrscheinlich da durchaus noch ein paar Juwelen ausgraben von 2016, 17, 18, 19. Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Aber tatsächlich mit diesem Sampling, das hat natürlich einen tollen Reiz. Also wenn ich jetzt überlege, man baut einen House-Track und kann irgendwie ein tolles Soul-Vocal aus den 90s da verwenden, das hat schon was. Das ist natürlich spannend, aber ist natürlich mit viel Aufwand verbunden. Ne? Man muss die Rechte klären. Oftmals wollen dann auch die Labels oder die Originalmusiker irgendwie ein bisschen Geld dafür haben und so weiter. Und dann wird das natürlich gerade, wenn man jetzt nicht großes Projekt hat, wo Geld keine Rolle spielt, auch mal schwierig und dann scheitert sowas auch mal. Da muss man aber auch fair sein, ne? Also ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, kann ich das von dir benutzen, dann würde ich auch sagen, ja, also klar, aber muss sich auch lohnen irgendwie. Ja, ich schmeiß mal ganz kurz hier eine Zuschauerfrage rein von Christian Trommer. Er fragt, Masterrecht oder ist das Verlagsrecht gemeint? Verlagsrecht ist nochmal was anderes. Verlagsrecht ist das Recht eines Verlages an den Rechten eines Autoren, also eines Urhebers. Das ist nochmal eine andere Kiste. Copyright ist super kompliziert, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das Masterrecht ist wirklich einfach das Recht an der Aufnahme an sich. Also wenn ich das klassische Beispiel, ich schreibe einen Song, jemand anderes performt den, dann ist der Performer und wenn da ein Master entsteht, dann gehört demjenigen das Masterrecht. Das ist auch das, was Labels lizenzieren letztendlich. Mhm. Ne? Wenn jetzt ein Label einen Lizenzdeal macht mit einem Künstler, dann nehmen die sich das Recht an der Aufnahme. Und der Verlag wiederum, Verlag und Label Unterschied ist, Label arbeitet mit Masterrechten und der Verlag arbeitet mit Copyrights, also mit Urheberrechten. Also nur mit der Idee quasi. Ja. Ja, das ist so, um das mal ganz kurz so darzustellen. Sehr gut. Klaus, ist die Sache mit Kraftwerk und Sabrina Setlur eigentlich schon durch? Weißt du da was? Soweit ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, vor welchem Gerichtshof die mittlerweile sind, aber ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich der vom Mond oder sowas. Keine Ahnung.
Aber ich habe nämlich neulich, es wird im Januar wird ein Fachanwalt für Copyright bei uns zu Gast sein, mit dem wir dann über solche Sachen reden. Und mit dem, der hat mir neulich nochmal mit mir über diese Nummer gesprochen und der meinte, vielleicht ist bis dahin, wenn er dran ist, auch diese Nummer dann auch rechtlich endlich durch. Und dann können wir da so ein bisschen drüber quatschen. Da geht es auch mittlerweile nur noch ums Prinzip, ne? Ja, ich glaube auch. Also, ich meine, wie lange ist das her? Das ist doch irgendwie, das war doch in den 90ern, ne? Soweit ich weiß, ja. Ich weiß nicht, wann die Klage eingereicht wurde, aber das Ding geht schon lange durch die Medien. Ja. Na, jetzt haben wir ja auch schon viel über Musik eben gesprochen von den Beatles. Was würdest du denn sagen, was sind denn Stilmittel in der Musikproduktion oder im Songwriting, die man vielleicht auch weiterhin in der aktuellen Musik hört, die aber einfach aus einer Zeit vor der Digitalisierung stammen? Also ich finde, im Grunde hat sich denn so viel geändert, ne? Also wir wollen immer noch eine tolle Stimme hören, wir wollen eine bewegende Melodie, die irgendwas auslöst, wir wollen einen Text, der uns irgendwie begeistert, und fast immer sind es dann doch 3 oder 4 Akkorde in einer Dur- oder Molltonart, die uns irgendwie begeistern. Und das finde ich eigentlich so extrem spannend, weil das hat sich eigentlich in 100 Jahren Musikgeschichte wenig geändert. Das stimmt. Du hast ja auch, also das gesagt, ist so, und das ist ja auch in fast allen Genres so. Also ob ich jetzt, ja klar, vielleicht wird es im Jazz oder im Metal gibt es vielleicht nochmal komplexere Harmoniestrukturen, aber wenn wir jetzt über Popmusik reden, wir reden über Country, wir reden über Schlagersongs, wir reden über Dance, wir reden über House, wir reden über Urban, Hip-Hop, R&B. Es sind doch ganz oft immer, sind wir da doch irgendwie immer noch gleich. Auch wenn sich so viel verändert hat und wenn wir so viele tolle Plugins und MIDI-Tools und was weiß ich was alles haben und die Technik so weit voranschreitet, ist doch das irgendwie immer noch das Gleiche. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wahrscheinlich ist ein Song, der in den 80ern rausgekommen ist, wo wir gesagt haben, das ist ein total bewegender Song, wenn man den heute ein bisschen anders nochmal machen würde und den wird noch keiner kennen, der würde sich wahrscheinlich immer noch durchsetzen. Also ich glaube, diese Idee eines wirklich guten Songs, die ist sehr universell. Also da, das ist fast gleich geblieben. Und auch schon so Sachen wie, man fängt mal mit dem Chorus an oder so, das gab es schon wie gefühlt schon immer. Was vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ist den letzten Chorus einen Halbton hochzumachen, so einen Chorus. Ne? Das, Standard back then, das macht man vielleicht heute nicht mehr, aber ich glaube, so im Kern dem ist doch das, immer noch was uns hinterher begeistert. Transponieren am Ende und dann ausfaden, bitte. Genau, fade out. Wir hatten das mal bei einer Platte gemacht und ich fand es nachher, im Nachhinein, jetzt finde ich es schrecklich. Aber naja, damals fanden wir es dann irgendwie witzig. Ja, klar. Oder gut. Ja, aber ich finde so, mit dem Refrain zu beginnen, das ist jetzt gerade auch wieder erst aufgekommen, so seit kurzem, weil die Songs auch wieder so kurz sind wie früher. Die Songs dauern ja im Pop-Bereich mittlerweile nur noch so 2 Minuten 50. Das ist jetzt aktuell so kommerzielle Pop-Radio-Länge. Und da der Refrain ja das ist, was am catchigsten eigentlich ist am Song, und dass der Refrain auch oft vorkommt innerhalb des Songs, wird er dann halt auch extra nochmal an den Anfang als Intro gepackt. Ne? Macht es dem Songwriter vielleicht auch einfacher, da nochmal ein extra, braucht er kein extra Intro zu basteln, gibt dann eigentlich nur noch Strophe, Refrain, Strophe und eine Bridge. Und das war's, ist halt weniger Aufwand. Aber das würde ich schon sagen, das ist so seit ein paar Jahren hat das Einzug. Ja, das ist tatsächlich ein ganz krasses Ding. Ich glaube, dass ich die Medien, über die wir Musik konsumieren, dass die ein bisschen auch die Boundaries für die Kreativität setzen, ist, glaube ich, nichts Neues. Ne? Also wer früher eine Schallplatte gemacht hat, der hatte nur eine gewisse Länge. Da musste man irgendwie mit Hand haben. Da konntest du jetzt nicht endlos lange Platten machen. Ich glaube, dass so die klassische CD, die hatte ihre, was waren das, 80 Minuten oder so. Ne, da gibt es ja auch so Restrictions einfach. Genau. Ich glaube, das hatte auch schon einen gewissen Einfluss darauf, wie man geschrieben hat. Dann das Radio als wichtigstes Verbreitungsmedium. Das hatte ja schon immer irgendwie so eine 3-Minuten-Taktung, so plus, minus. Ne? Also die ist mit Sicherheit auch mal kürzer geworden oder verändert sich auch von Sender zu Sender, ist auch klar. Und bei einem Klassik-Sender kannst du natürlich irgendwie das ganze Opus darstellen. Das geht jetzt vielleicht nicht bei einem Pop-Sender, aber ich glaube, diese Restrictions haben wir schon immer und jetzt wird natürlich fast alles digital konsumiert und da kommen wir natürlich dazu, du musst jetzt nicht mehr zwingend eine CD kaufen und wenn du dafür irgendwie 15 Mark bezahlt hast, 1993 im Jahr meiner Geburt, dann wolltest du das vielleicht auch durchhören.
so komplett. Dann wolltest du das einfach hören. Und dann hat dich das auch interessiert, das 3-Minuten-Intro beim vorletzten Song. Und dann hast du dir, also ne, da war, glaube ich, einfach die Aufmerksamkeit eine andere. Heute ist die ganze Musik da und verfügbar. Und dadurch wird man natürlich auch als Konsument wählerischer. Und skippt vielleicht mal schneller, wenn einem irgendein Vibe nicht gefällt. Und das hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf den Songwriting-Prozess. Also wir haben zum Beispiel, was bei uns ganz krass ist, teilweise ist, dass es so in Richtung Playlisten schon gedacht wird. Also es gibt zum Beispiel eine Playlist, die ist so, das ist so die wichtigste Dance-Playlist, die nennt sich Mint. Die ist jetzt in unserem Bereich, den wir jetzt so bedienen, ist die ziemlich wichtig. Und dann gibt's die aber nicht von dem Vinyl-Magazin, oder? Nee, das ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher der Name genau kommt, aber das ist so Spotifys wichtigste Tastemaker-Dance-elektronische Playlist. Also alles, was in Richtung Tasty Electronic Music geht, ist in Mint. Und dann gibt es immer diesen Term Mint-Friendly. Was soll man einen Mint-Friendly-Song machen? Ach, das finde ich ja, also das ist ja schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Das ist ein Wahnsinn. Total. Aber letztendlich ist das trotzdem so ein bisschen die Realität, weil natürlich diese Tastemaker-Playlists auch irgendwo einen, die haben natürlich auch einen Einfluss. Ne? Das ist wie eine Radioshow. Die haben einfach einen gewissen Einfluss auf die Hörer. Das ist so ein reziprokes Verhältnis, was da drin ist. Das ist automatisch ein Ticken hipper. Und das formt natürlich dann auch die nachfolgenden Releases oder man hört sich das an, wird davon inspiriert. Das heißt, da ist schon unglaubliche Macht auch tatsächlich drauf, dann kreativ wieder irgendwie in die auf die Musiker letztendlich auszuwirken. Und dieser Effekt funktioniert auch wieder in allen Genres. Ne? Es ist jetzt nicht nur so, dass alle Dance-Heinis mit, es geht in allen Bereichen, gibt es diese Playlisten. Im Deutschrap gibt es auch 2, 3, die irgendwie ganz stilprägend sind für das ganze Genre. Und so ist das in fast allen anderen auch. Wahrscheinlich ist das ein Effekt, den wir im Rock'n'Roll, im Rolling Stone schon immer hatten. Ne? Also wenn die gesagt haben, die Platten hier, die sind jetzt hip, dann hatte das auch eine Auswirkung, glaube ich, darauf, was Musiker dann so gemacht haben. Aber dieser Effekt ist schon krass und gerade natürlich bei Spotify, ne, der Stream zählt ab 30 Sekunden. Wenn jetzt der Song kürzer ist und jemand den dann deshalb nochmal anhört, potenziert sich natürlich die Einnahme. Also das hat, glaube ich, schon auch irgendwie so ein bisschen eine kommerzielle Kiste, weshalb man das so macht. Also gerade jetzt im Deutschrap gibt es Songs, die sind 1,50 und das reicht. Ne? Also das ist Wahnsinn eigentlich. Aber das, ja, das ist echt krass. So, das reicht dann aber irgendwie. Und auch da, natürlich, das geht in manchen anderen Genres, geht das vielleicht nicht. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie so eine House-Extended-Mix schrauben, da willst du schon irgendwie 6 Minuten haben, damit du die im Club richtig zum Leben erwecken kannst. Das hat aber dann wieder einen anderen Hintergrund. Ne? Also diese Einflüsse haben wir, glaube ich, immer. Und ja, damit muss man einfach auch irgendwie leben und arbeiten. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist oder so. Also wäre denn der Refrain besserer, wenn der Song 2,30 wäre? Wahrscheinlich wäre der Refrain genauso gut. Klar. Man hätte halt noch einen anderen Part und würde den vielleicht nochmal hören. Aber im Grunde ändert es ja auch nichts an dem, was man jetzt zum Beispiel kulturell aussagen will. Wenn man eine Message rüberbringen will, die kommuniziert sich ja oftmals in wenigen Sekunden. Wenn man an seine, also gerade aus Songwriter-Sicht, die meisten großen Hits erklären sich ja in einem Satz oder in ein, zwei Takten. Also denk mal jeder an die Songs, die ihn irgendwie geprägt haben. Die meisten davon sind, die erklären sich nicht über die gesamte Songstruktur, die erklären sich über Sekunden. Mhm. Ne? Also von daher muss man halt, glaube ich, auch einfach damit arbeiten, dass für jedes Medium irgendwas anderes gebraucht wird. Ja, ist ein spannendes Thema, weil für Artists ist ja auch wichtig, in solche Playlists halt auch reinzukommen mit ihrem Track, genau, weil sie ja natürlich halt auch die Plays wollen. Ne? Deshalb muss man sich wahrscheinlich halt auch daran dann orientieren. Und Das ist immer so ein bisschen, es ist ja auch, Songwriting ist ja auch immer, man balanciert ja auch immer so ein bisschen zwischen sich selbst und der Außenwelt, was würde denen gefallen, was interessiert einen selbst, wo ist der eigene Geschmack, was ist das, was man aussagen will, also diese ganze kulturelle Blase, die ja eigentlich viel entscheidender ist als die Frage, über welches Mikrofon oder über welche Software nehme ich das jetzt auf, ne, das sind ja alles so, also so sehr wir alle Technik-Nerds sind, aber wenn es wirklich nur um Songwriting geht, kannst du ja einen Hit am Handy machen, fertig. Mehr braucht es ja nicht. Niemand braucht ein U87, um einen Hit zu machen. Man braucht das U87, damit die Vocals gut klingen vielleicht. Das ist aber eine ganz andere. Das sind ja zwei komplett getrennte Welten, die auch wichtig sind, glaube ich, dass man die im Kopf trennt, weil man verrennt sich da, glaube ich, ganz schnell. Und wenn man mit seiner Musik Menschen erreichen will und damit irgendwie vorwärts kommen will, dann ist das natürlich die entscheidendere Frage. Was mache ich da eigentlich inhaltlich? Klar. Das ist ja Taylor Swift hat ja für ihre Alben die ganzen Demos, Vocal-Demos mit dem iPhone eingesungen und die landeten dann auch in den ganzen
Ja, ich glaube, in den Mixes hatten sie die nicht mehr, hatten sie ersetzt, aber sie haben ja auch gesagt, dass der Klang dieser Demos den endgültigen oder den finalen Sound schon beeinflusst haben. Das fand ich schon ein Das ganz ist interessant, interessantes ne? Sehr Statement. Ne? interessantes Also, Statement, ja. ich fand es halt auch witzig, bei dem Workshop mit Ryan Teller, den ich da gemacht hatte, der hat halt auch gesagt, ja, alle Leute hören doch über das iPhone auch Musik. Warum nehmt ihr nicht auch mal mit einem iPhone Musik auf? Und dann habe ich halt auch wirklich mal eine Gitarre, die halt eine Akustikgitarre genommen und die halt auch mal mit einem iPhone ja, aufgenommen und dann halt auch in die Session eingesetzt. Und das klang auch gar nicht schlecht, muss man leider dazu sagen, ne? Und wenn Nee, du das halt funktioniert, klar. auch mal Backing Vocals oder so oder sowas machst, mit dem iPhone aufnimmst und eine Session, das gibt auch noch so eine gewisse Varianz, ne? Ob man es jetzt halt als Main Vocals einsetzt, anstatt ein U87, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber man kann da schon auch, gehört auch so ein bisschen dann zum musikalischen Sounddesign dazu. Auf jeden Fall, das ist einfach ein Stilmittel, ne? So wie alles andere auch. Ja. So wie die Frage, ob es halt eher ein U47 oder ein Brauner sein darf. Es ist einfach so, es ist. Ja, was wir auch wirklich viel mal, also das ist, wenn wir gerade noch über Songwriting-Tools reden, tatsächlich Handy ist ein super Tool. Also wie viele Texter schreiben nur am Handy und hat seinen Google Docs oder irgendwie Shared Notes oder was auch immer da drauf und textet einfach kurz Rhyme Zone, dann hat man, weiß nicht, wie viele Millionen Sprachmemos ich auf meinem Handy habe, weil jede Idee, es wird immer alles festgehalten. Also man geht in die Session, macht den Recorder an und dann läuft er mit, weil man weiß ja nie, wann es passiert, wo die Magic irgendwie auf einmal zu finden ist. Und dann hat man immer alles in diesen endlos langen Recordings und also das ist tatsächlich auch so ein Mittel, was ich mir gar nicht mehr wegdenken könnte. Total. Ja. Genau, also ich weiß auch nicht, wie viele Vocal-Ideen ich auf meinem iPhone habe als Sprachaufnahmen, wenn ich im Auto Genau. bin und mir dann irgendwelche Lines ausdenke, also auch Melodien und oder Phrasierungen, Rhythmiken. Das ist so ein Autoding, ne? Ist bei mir auch so. Das Immer im total, ja. Auto. Ja. Ich fahre leider zu selten Auto, das ist so ein bisschen das Problem, aber wenn ich das hier mache, dann wird meine Frau mitbekommen, dass ich nicht arbeite. aber Wir Guido verraten es fragt hier, niemandem. genau, Guido fragt hier, war das mit Audio Interface am iPhone oder ohne? Das war bei mir tatsächlich ohne Interface, als ich die Gitarren da aufgenommen habe. Aber ich muss sagen, wenn ich im Urlaub bin oder irgendwo verreise, dann nehme ich immer ein Shure MV88 noch mit als Aufsteckmikrofon, um auch Sounds. Da war ich im Urlaub. Habe ich Sounds aufgenommen in so einem Leuchtturm. Das war so eine Touristenattraktion und der war halt komplett aus Metall, also aus Stahl. Und da hattest du da drin halt eine krasse Akustik und die Tür quietschte und da habe ich Aufnahmen gemacht. Dann dafür habe ich dann doch das Aufsteckmikrofon dann genutzt. Also ich, wie gesagt, Handy ist echt wirklich ein super individuelles Tool, wo die Klangqualität auch echt unterschätzt wird teilweise. Genau. Jetzt kommt auch so eine Premiere. Wir unterbrechen die folgende Sendung für eine kleine Werbepause. Ding Dong. Genau, eigentlich jetzt müssen wir so ein Claim einspielen So ein müssen, ne? Werbejingle. Genau, so ein Werbejingle. Denn wir sind mit dem Ticketing für die Studioszene 2022 gestartet. Denn es gibt jetzt Early Bird Tickets zum Preis von 149 Euro. Also damit kannst du das gesamte Programm an Workshops, Diskussionsforen und Masterclasses an beiden Tagen besuchen. Die Early Bird Tickets sind auf 500 limitiert. Und ja, wir haben ja natürlich wieder die Crème de la Crème der deutschen Studioszene am Start, nämlich Moses Schneider, der unter anderem Beatsteaks macht, Philipp Schwer, Finn Kliman ist auch gerade ziemlich bekannt, glaube ich, Wolfgang Stach, der unter anderem Guano Apes, Stupid Jones gemacht hat, Henning und Christoph, unser Schlagerduo. Dann die Jungs von Zwei, da freue ich mich sehr drauf. Die machen Werbemusik unter anderem für BMW und Adidas. Die sprechen aber nicht über Werbemusik, sondern sie zeigen, wie man die Musik für einen Game-Trailer macht. Dann Roy Recklies, der unter anderem Tracks für Robin Schulz mastert, auch da im Monoposto-Studio in Düsseldorf unterwegs ist. Und ich glaube, uns beide sieht man da auch, ne? Wird man ertragen müssen, ja. Genau, wird man ertragen müssen. Wir machen dann so eine, wir machen Studioszene-Special-Episoden. Wird auf jeden Fall lustig. Genau, natürlich haben wir auch noch zahlreiche Audio-Hersteller am Start, also Hersteller von Audio-Equipment und die auch wirklich sehr, sehr viele coole anwendungsbezogene Produktbeiträge am Start haben.
Das Ganze findet am 22. und 23. März im Rosengarten in Mannheim statt und den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich drauf. Ne? Das wird ja, richtig schön. Auf jeden Fall, mal wieder rauskommen. Menschen in Farbe, live und in 3D und in Farbe. Riechen. Genau, ohne Tonaussetzer. ja, jetzt haben wir so viel über Songwriting gesprochen und wo hört denn jetzt für dich wo hört der Songwriting-Prozess auf und wo beginnt die Produktion und wo beginnt das Mixing? Oder ist es bei euch quasi einfach ein Durchgang und ihr beginnt schon direkt beim Recording dann alles anzupassen oder beim Ideen ausfeilen, dann schon das Ganze da hinzutweaken, dass es auch im Mix nachher funktioniert? Das ist wirklich eine sehr spannende Frage und ich glaube, die ist auch super individuell, je nach Genre. Ne? Also wenn man den Song an der Gitarre schreibt, dann kann man wahrscheinlich wirklich sagen, ich schreibe den am Papier, in den Kämmerlein und dann gehe ich vors Mikrofon und nehme den auf. Es gibt tatsächlich auch so Tage, da schreiben wir hier einfach nur im Raum und der Rechner ist mehr oder weniger nur so an und heizt ein bisschen, aber nutzt ihn eigentlich keiner. Und dann geht es vielleicht um 17 Uhr erst hin, dass man es aufnimmt. Klar, im Dance-Bereich ist oft auch die Produktion sehr wichtig. Da passiert es parallel. Ne? Also man schraubt irgendwie ein Beat und es passiert alles auf einmal. Ich bin dann auch gerade, wenn es um Produktion geht, bin ich ein Freund davon, das tatsächlich ein bisschen zu vermischen. Das braucht vielleicht ein bisschen Erfahrung. Das ist mir früher nicht so gut geglückt. Da bin ich auch oftmals verunglückt, würde ich sagen. Aber heute mag ich das total gerne, dass wenn ich ein Sample auswähle, wenn ich jetzt nach einer Bassdrum suche, dass die schon den Zweck erfüllt, den sie haben muss. Dass die sowohl tonal passt und die Tonart passt, dass die vom ganzen Sounddesign mehr oder weniger das macht, was ich will, dass die auch schon einfach die Ästhetik mitbringt und diese ganzen Punkte und dann suche ich auch wirklich passend dazu alles andere aus und versuche dann wirklich möglichst schnell eigentlich dahin zu kommen, dass man am Ende sehr, sehr schnell bei einem sehr guten Ergebnis ist. Das ist ein bisschen anderer Workflow. Früher habe ich das oft anders gemacht, da habe ich gesagt, das nimmt einfach mal irgendwas, weil es geht ja nur um die Idee. Dann hat man aber oft den Punkt, dass man sich an Sachen gewöhnt, die vielleicht gar nicht so gut sind. Und dann überhört man, dass sie eigentlich nicht so gut sind. Dann fällt einem das hinten raus nicht mehr auf und dann kriegt man es nicht mehr. Und dann verliert man einfach so ein paar Prozent Gesamtqualität, die man vielleicht hätte noch irgendwie erreichen können. Also das, glaube ich, ist so ein, ist was, wo ich sagen würde, lieber von vorne herein Gas geben und das versuchen, richtig gut zu machen. Da sind wir dann natürlich auch schon fast wieder beim Mixing. Ne? Also das implementiert oft, dass man auch schon mal einen Korrektur-EQ setzt oder irgendeine Frequenz rausdreht oder irgendeine Verzerrer drauf macht oder ein Delay oder was auch immer, um den Sound schon irgendwie so ein bisschen dahin zu drehen, wo man ihn haben will. Das hilft dann auch im Arrangement, weil man dann einfach direkt weiß, wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Also wie viele Elemente sind denn da überhaupt noch? Ne? Also es sind ja unglaublich viele Entscheidungen. Also es ist eigentlich absurd, dass man überlegt, so ein Tag bei uns, der beginnt morgens mit einem leeren Blatt Papier und abends geht man manchmal raus und dann ist man eigentlich an einem State, wo meine Mama den Unterschied zum finalen Master 3 Wochen später nicht mehr hört. Also das ist schon krass, wie viele Entscheidungen da auch in kürzester Zeit getroffen werden müssen und wie sicher man sich da auch eigentlich sein muss im Workflow. Und dann kommt aber der Punkt, dass das halt 1000 andere Produzenten auf der Welt aber auch können und das auch einfach die Benchmark ist. Ne? Also wenn ich das dann an mein Label schicke, die hören den ganzen Tag Musik von allen möglichen Leuten und wenn ich da mithalten will, dann muss das knallen. Also da hast du gar keine Wahl, da musst du irgendwie schnell, effektiv und hochwertig arbeiten, es geht gar nicht anders. Und deshalb versuche ich schon immer relativ früh gründlich zu sein, gerade bei der Produktion. Das hilft irgendwie, ist genauso mit Vocal. Ne? Also oftmals, wenn man jetzt so ein Demo einsingt, ne? Das ist ja oft dann so dieses, man singt jetzt das Demo, man hat den Song geschrieben, man nimmt das jetzt mal auf. Da bin ich ein großer Freund davon, sich dabei direkt Mühe zu geben. Weil wie oft hat man diesen Effekt, dass die Sänger dann 3 Wochen später sagen, du, ich krieg das irgendwie nicht mehr so hin. Ich hatte so ein Gefühl, ich hatte so ein Vibe, ich kann das nicht mehr rekreieren. Ich krieg das nicht mehr so hin, dass das so geil ist. Und wenn man dann halt irgendwie mit einem schlechten Mikro aufgenommen hat oder im Hintergrund noch 15 Leute reden und man das irgendwie nicht verwenden kann, dann ist das halt total schade. Und da geht dann relativ viel kreatives Momentum irgendwo auch verloren. Ne? Also das ist ja auch so ein Gut, was man irgendwie hat. Ne? Wenn man so kreativ arbeitet, man erschafft ja so ein kreatives Momentum. Das ist eigentlich unwiederbringlich. Das ist in diesem Moment, ist das da. Da hat man diese Symbiose, da fühlt man das am meisten und da muss man eigentlich auch irgendwie versuchen, so weit wie möglich das rauszukitzeln.
und das macht sich in der Regel bezahlt hinten raus. Also es ist viel schwieriger zu sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie eine Idee, aber ist nicht so richtig geil umgesetzt, was mache ich denn jetzt damit? Weil am Ende des Tages wird ja, wenn wir über Songwriting reden, zwar der Song irgendwo bewertet, aber gleichzeitig wird ja auch die Qualität der Produktion bewertet. Also das ist ja am Ende, wenn ich ein Stück Musik höre und es ist irgendwie super schlecht produziert, aber der Song ist geil, dann kann ich Glück haben und man sagt, das ist Ästhetik, aber man kann halt auch sagen, ja, aber es ist nicht so geil. Und dann fällt es dann mir hinten runter und dann macht es halt mehr Sinn zu sagen, man zieht es durch, man ist einfach effektiv von Anfang an. Ja, ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat. So, ne? Ich versuche auch immer so direkt die Sounds so hinzutriegen, dass es nachher halt cool ist. Aber oft erwische ich mich dann, dass ich mich dann doch in diesem Mixing-Prozess dann schon verliere und der kreative Prozess ist vielleicht auch schon weg. Ne? Und jetzt habe ich mir, ich habe gerade auch wieder so einen Songwriting-Kurs und da war so das allererste, was man sich machen sollte, so ein Template halt. Ne? Mhm. Und ich hatte das vorher immer auf meiner To-Do-Liste, aber jetzt habe ich es halt wirklich mal gemacht. Ne? Mir dann so eine Playlist angelegt, wo Superior Drummer ist, schon drin ist oder ich beispielsweise auch Easy Bass drauf habe oder eine Gitarrenspur schon drin ist, für die Akustikgitarre alles schon so verknüpft oder beziehungsweise geroutet, dass es halt, dass ich einfach nur noch meine Gitarre reinstecken muss oder ich kann singen, das Mikro und alles ist schon direkt am Start und das ist schon echt wirklich sehr, sehr hilfreich. Und auf jeden Fall, ja. Das hab ich ja auch gesagt, ne? So machen wir das auch. Das genau, ist genau ne? Das. Ob ich dann am Ende keine Gitarre im Song drin habe, dann lösche ich das halt, aber da steht schon mal Gitarre und dann sind da zwei Spuren und dann sind die auch schon in dem, ne, und so. Ich halte die scharf und ab geht's. Ja. Und oft mache ich dann halt auch gar keinen Check, auch nicht vorher, boah, wie ist denn jetzt das Tempo, ne? Oder mache ich dann Metronom jetzt an oder lasse ich da vielleicht Superior Drummer mit irgendeinem Beat schon mitlaufen? Und oft mache ich dann halt wirklich einfach, lasse ich das Ganze roh, ne? So und spiele dann einfach. Und gucke dann einfach, was auch gerade so dabei rumkommt, um die Idee fließen zu lassen. Und dann schnippel ich mir dann halt auch nachher so die Parts einfach zusammen, die cool war. Und dann nachher sage ich, ja, okay, könnte in dem und dem Tempo funktionieren. So. Genau. Ich glaube, das ist eine Methode, um einfach mal wirklich sich komplett auf den Song nur zu fokussieren, auch einfach so nur am Instrument zu bleiben. Ne? Wenn der Song am Instrument funktioniert, an der Gitarre, dann kann man ihn auch immer noch in andere Genre adaptieren. Aber das ist natürlich, kommt auch immer darauf an, aus welcher Perspektive man gerade dann auch die Musik produziert. Ja, ne? Nach welchem Genre man unterwegs ist, das ist ja ganz individuell. Ne? Also es gibt ja auch Genres, die haben ganz klare Regeln. Ne? Und dann gibt es auch Genres, die sind da freier. Und dann kann man ja auch, also das ist wirklich super individuell. Die Freiheit muss man sich auch lassen, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Also bei allen Tipps, die man ja immer so haben kann, das sind ja immer nur, das hat da mal funktioniert. In dem einen Kontext war das geil, das so zu machen. Mhm. Also es gibt auch genug Demo-Vocals, wo von vornherein klar ist, wir sprachen eben über den Magic Moment, die sind überhaupt nicht Magic, die müssen wir ersetzen. Vielleicht sogar mit einer anderen Stimme. Ne? Das ist ja auch, dann ist das halt so. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat gerade einen guten Sänger da oder man hat einen guten Moment mit seiner eigenen Stimme oder mit der seines Mitmusikers oder was auch immer oder Mitmusikerin und man hat das Gefühl, es ist jetzt zählt's, dann glaube ich, lohnt sich das da auch einfach das durchzuziehen. Und auch selbst so schnell zu sein, also sich diese Skills so anzueignen, dass zum Beispiel jetzt Vocals kommen oder dass das Ganze auswählen, dass einem das nicht mehr so im Weg steht. Also das war, glaube ich, mein größtes Problem, als wir angefangen haben zu sagen, ich kriege Cubase gar nicht so schnell bedient oder welche auch DAW man halt nutzt, ich kriege es gar nicht so schnell bedient, dass ich einfach nur kreativ arbeiten kann, weil ich die ganze Zeit irgendwie mich verklicke und nicht ganz weiß, wieder zurück und dann habe ich hier was verschoben und dann habe ich es nicht in Takt geschoben und jetzt passt das Timing nicht mehr. Man kennt das ja. Gerade am Anfang ganz schlimm und das nimmt ganz viel Flow raus und das lohnt sich, glaube ich, einfach zu sich selbst zu sagen, nein, ich brauche ein geiles Template und ich muss so fit sein, dass wenn ich kreativ arbeite, dass es einfach fließen kann. Ja, total. Und ich finde auch, dass die Songs, die man am schnellsten schreibt, auch oft die besten sind. Ne? Ja. Und die vielleicht auch gar nicht von der Songstruktur so mega aufwendig sind. Ne? So Songs, die so einfach locker lässig von der Hand gehen. Manchmal stimmt, hat man so Tage. Ne? Aber das ist zum Beispiel auch so was, wenn man jetzt mal inhaltlich überlegt, also gerade wenn es zum Beispiel um Text geht, wenn ich genau weiß, was ich sagen will, wenn ich mir ganz sicher bin, was meine Message ist. Songwriting hat ja auch immer viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne? Wir wollen ja ein Gefühl auslösen mit einem Song. Ein Song ist ja eigentlich eine Message. Der transportiert ein Gefühl, eine Stimmung. Und da muss ich mir selber sehr sicher sein, was ich sagen will, wie ich das sagen will und wie das wirken soll. Und je selbstbewusster ich in dem bin, umso klarer weiß ich natürlich auch, wie ich es umzusetzen habe. Und umso einfacher wird der Prozess. Und ich glaube, das ist genau diese Magic,
Also wenn wir Songs schnell schreiben, wenn das fließt, dann weiß ich immer, okay, wir wissen genau, was wir da gerade tun. Und das ist natürlich beim sowas wie Songwriting auch nicht selbstverständlich, weil meistens weißt du nicht, was du da gerade tust. Ne? Also nee. Das ist ja ganz oft, dass man halt einfach da so ein bisschen lost drin ist. Und in dem Moment, wo man diese Sicherheit gefunden hat, hat man in der Regel dann auch irgendwas was Starkes. Ne? Also egal, welche Emotion das jetzt hat. Ich sage jetzt Selbstbewusstsein in einem Writing. Man kann ja auch selbstbewusst traurig sein oder selbstbewusst Klar. Was immer was für eine Emotion auslösen. Ne? Das hat ja erstmal damit nichts zu tun. Aber das ist was, wo ich mich auch immer versuche, double zu checken, wenn ich im kreativen Prozess merke, ich hake oder ich fange an, mich nur noch damit zu beschäftigen, wie die Snare klingt, ist dann vielleicht mein kreativer Output, ist der vielleicht einfach gerade nicht ganz klar, nicht ganz deutlich. Mhm. Ist der vielleicht verwaschen oder hat der überhaupt keinen Meaning oder so. Ne? Ja. Ich fange dann immer an, zu sortieren, wenn ich merke, dass ich gerade nicht mehr so kreativ bin. Dann gucke ich, okay, ja. was brauche ich denn in dieser Session überhaupt? Ne? Was hat überhaupt eine Funktion und was ist irgendwie nur eine Idee, die halt einfach mal übrig geblieben ist, so, ne? Und genau. Sich durchgezogen hat. Genau, jetzt haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, Emotionen zu transportieren. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Art und Weise, wie heute halt kommuniziert wird, du hast ja schon angesprochen, ne, Songwriting-Sessions über Videokonferenzen, dass es da auch vielleicht mal schwer fallen kann, diese Message, die man transportieren möchte, rüberzubringen. Was sind da deine Erfahrungen? Also jetzt gerade vielleicht auch Vor- oder Nachteile von dieser Situation, ne? Also was ich gerade in diesem Zoom-Ding unglaublich gemerkt habe, man hat ja unglaublich viel Kommunikation zwischen Menschen passiert im Raum, ohne dass man spricht. So Körpersprache, Blickkontakt, ja. Genau, all das. Also ich kann euch zwar sehen, aber so richtig in die Augen sehen können wir uns jetzt hier eigentlich nicht. Also nicht Nein. so wirklich. Ja. Und das fällt natürlich alles weg. Und das ist gerade, wenn man über Emotionen spricht, ist das natürlich da transportieren wir Menschen ja sehr viele Emotionen drüber. Und das ist mir wirklich bewusst geworden. Das war mir gar nicht so klar, wie viel da eigentlich von wegfällt. Und umso mehr hilft es tatsächlich, manchmal mit Leuten zu schreiben, die man vielleicht schon persönlich gut kennt, also mit denen man schon viel gemacht hat, dann klappt das auch online manchmal besser, weil man so ein bisschen weiß, wie die ticken, weil man so ein bisschen weiß, wie die reagieren auf gewisse Sachen. Und das ist schon so eine Erfahrung, wo ich sagen würde, das hilft. Und gleichzeitig haben wir auch schon mit komplett unbekannten Leuten wirklich tolle Musik gemacht, in 2 Stunden ganz schnell online, einfach so. Also das ist immer, ich würde sogar behaupten, natürlich macht es Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die man sehr gerne hat, mit denen man auch eine persönliche Bindung hat. Gleichzeitig behaupte ich mal, du kannst trotzdem einen geilen Song machen mit jemandem, mit dem du menschlich gar nicht so richtig krass connectest. Ich glaube, das geht. Ich glaube wirklich, dass das geht, weil das eine mit dem anderen ja eigentlich nicht so viel zu tun hat. Das finde ich total spannend eigentlich. Also das sind so Erfahrungen, die ich für mich gemacht habe. Ja, man ist musikalisch vielleicht auf einer... Genau. Wellenlänge, ja. Aber vielleicht halt nicht so empathisch oder so aufeinander. Zum Beispiel, ja. Oder man würde vielleicht schätzt man sich gegenseitig ganz anders ein, ne? Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über was, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie deine Musik klingt zum Beispiel. Ich weiß das ja gar nicht. Woher soll ich das jetzt wissen? So, an welchen Projekten arbeitest du gerade, mit welchen Künstlern, das weiß ich ja alles gar nicht. Und umgekehrt genauso könnt ihr jetzt vielleicht denken, ja, das ist der Typ von Head, Shoulders, Knees and Toes, aber wer jetzt auf Spotify auf unsere Produced by Quarterhead-Liste geht, findet vielleicht noch ganz viele Genres und Songs, mit denen er gar nicht gerechnet hat, die da aber trotzdem drin sind. Ne? Mhm. Weil man ja vielleicht alles Mögliche macht. Und genauso weiß man ja vielleicht nicht, dass irgendjemand irgendwas verbirgt, was dann auf einmal in so einer Session nach vorne kommt und sagt, dann plötzlich entsteht da irgendwas. Was ich noch finde bei Zoom, man arbeitet einen Ticken effektiver. Also dieses ganze Smalltalk und Gequatsche, das fällt so ein bisschen weg. Man ist so ein bisschen mehr focused, wirklich ein Ergebnis zu erzielen. Mhm. Eben weil Smalltalk auch nicht so ergiebig ist, weil halt der Blickkontakt fehlt, weil der Witz nicht so zieht, weil man den mit der Körpersprache nicht rüberbringen kann und so weiter. Das heißt, es ist so ein bisschen mehr 9-to-5-Job fast schon. Ne? Also zumindest jetzt aus unserer... Ne? Ja, disziplinierter. Und das hat Vor- und Nachteile. Also ja, das ne, man kriegt vielleicht ein Ergebnis ein bisschen schneller hin, und gleichzeitig geht aber auch so ein bisschen der Spaß flöten manchmal. Also manchmal fühlt es sich wirklich so an, als hätte man gerade so ein Vertriebsmeeting gehabt, hat man 3 Stunden einen Song geschrieben. Und da ist dann ja, auch wieder total. Die Frage, wie viel echte Emotionen kriegst du dann da noch irgendwie durch? Das ist auf jeden Fall, hat sehr viele Vor- und Nachteile. Und das ist auch sowas, wo ich glaube, dass man sich auch sehr dran gewöhnen kann, so zu arbeiten. Also je mehr man das macht, umso mehr adaptet man da vielleicht.
Und trotzdem würde ich sagen, so im ultimativen Sinne ist es trotzdem schöner, gemeinsam einfach Musik machen zu können. Ne? Da müssen wir uns, glaube ich, ja. Also das ist schon, da freuen wir uns schon alle, wenn wir die Pandemie so weit im Griff haben, dass man wieder sagen kann, ich fliege jetzt einfach nach London, mache vielleicht einen Test, aber ansonsten kann ich da einfach hin und wir machen das einfach wieder im Raum ja. gemeinsam so. Ja. Ja, ich glaube, viele da draußen können das vielleicht auch nachvollziehen, weil sie im Homeoffice arbeiten. Also ja, ist wahrscheinlich so. Mechaniken sind bestimmt ähnlich, ne? Also. Genau, also mir fehlt so der Blickkontakt, das war auch so das Erste, was mir so aufgefallen ist, wenn irgendjemand im Team wieder Quatsch erzählt, so, dann guckt man halt im Raum mal den anderen an und guckt so, okay, wie reagiert der denn? Und man sieht dann am Blickkontakt so, wie der andere denn darauf reagiert. Das fehlt halt jetzt so ein bisschen. Man kann es so ein bisschen an der Mimik erkennen im Video, aber so hundertprozentig rüber kommt es halt nicht. Aber ich sehe es halt auch so, es gibt Vor- und Nachteile. Ich kenne das auch, Songwriting-Sessions jetzt über Zoom. Es ist so ein Abarbeiten irgendwie. Ja, wir gehen mal den Song durch und dann guckt man ja, was können wir hier noch machen, was können wir da noch machen. Danach ist es 2-3 Stunden da gemacht und dann ist auch irgendwie cool, aber es ist einfach was anderes, wobei es halt auch irgendwie, ich gebe es zu, irgendwie bequem ist. Ja, es ist total bequem. Man hat auch mehr Freizeit, also gerade wenn man jetzt so genau. das so als Job wirklich sieht, ne? Man ist ein bisschen schneller fertig, so 15 Uhr Feierabend und so, das ist ja sonst undenkbar. Ja. Und was natürlich ein super Vorteil ist, ist, wie einfach das ist, Kontinente zu verknüpfen. Also wir hatten ja. teilweise Sessions mit jemandem in Brasilien, einer in Nashville, einer in London und wir hier. Das ist für ein Wahnsinn eigentlich. Das wäre vom logistischen Aufwand eigentlich gar nicht machbar. Und dann hat halt der eine die Tages-Nachtzeit, der andere die. Das hat dann auch schon wieder so eine ganz eigene Dynamik, wenn der eine irgendwie gerade aufgestanden ist und für den anderen ist irgendwie schon so Bettgehzeit oder so. Das ist eigentlich ja. ganz witzig. Und da entstehen schon auch einfach krasse Symbiosen und man kriegt auch einfach Leute mal zusammen. Man kann auch, haben wir jetzt zum Beispiel unsere letzte Single, Lucky, zusammen mit Kiddo und Cheat Codes. Das war eine Zoom-Session, ziemlich genau vor einem Jahr, so kurz vor Weihnachten. Die lief, ist ganz, ja, ziemlich genau vor einem Jahr haben wir das gemacht. Und die Session war total furchtbar. Also wir waren alle nicht gut drauf, es war irgendwie kein Vibe, ich weiß auch nicht. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben den Song nicht mal fertig gemacht, aber es gab diese eine Line, I'm feeling lucky, la 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 la, das ist also ein Ding, das ist uns über Monate im Kopf geblieben und dann haben wir das immer wieder mit noch einer Zoom-Session und noch einer Zoom-Session haben wir immer wieder dran gearbeitet, dann kamen Cheatcodes mit an Bord und dann haben wir uns die Files rübergeschickt von LA hierher und so weiter und dann war es fast ein Dreivierteljahr später, war es auf einmal ein richtig krasses Stück Musik, wo alle voll dahinter standen, wo alle gesagt haben, okay, das muss jetzt raus in die Welt. Und das fand ich auch total spektakulär eigentlich. Und da ist vielleicht sogar die Frage, wenn das im Raum passiert wäre, hätte man dann nochmal gesagt, wir switchen nochmal auf Zoom, um es fertig zu machen? Weiß man alles nicht so richtig. Weiß man nicht, aber dadurch, dass es so easy ist, zu sagen, Kiddo, hast du Zeit, lass nochmal ganz kurz hier, irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf, dann ist es so eine WhatsApp-Nachricht. Und dann sagt man, ja, lass doch nächsten Donnerstag, 11 Uhr, gucken wir mal. Und dann ist das auch so easy, jetzt gerade für so Musiker wie uns, die hier so in der musikalischen Diaspora sitzen, also die sind in Mittelhessen, da passiert eigentlich nicht so viel. Ne? In Frankfurt gibt es jetzt ein tolles neues Studio von unserem Management, aber ansonsten, wir haben ja auch eine tolle Community, aber es ist jetzt nicht so das Musikmecker, wo man sagen kann, ständig laufen hier krasse Songwriter durch die Gegend, mit denen man irgendwie arbeiten könnte. Also da hat das schon auch wirklich Vorteile. Ist aber nicht zufällig Cobra Music, oder? Doch, tatsächlich. Doch? Ach, witzig. Ja, Cobra Music Labs mit Stefan Dapp, ja. Ja, da habe ich für die letzte Sound Recording einen Artikel drüber geschrieben und da war ja auch Markus Bertram bei uns zu Gast im Podcast und hat über den Studiobau gesprochen. Ja, Akustik ist sehr gut geworden, ja. Cool. Die Isolation ist der Wahnsinn. Man hat 3-4 Räume direkt nebeneinander mit fetten Subwoofern und man hört einfach nichts. Das ist unglaublich. Hat der Markus gute Arbeit geleistet. Hat er sehr gut gemacht, ja. Grüße gehen raus. Sehr cool. Vielleicht machen wir jetzt am Schluss nochmal so ein Wrap-up. Du hast ja schon viele Songwriting-Tools, also beziehungsweise Tools genannt, mit denen ihr da jetzt gerade auch arbeitet. Also egal, ob es jetzt Zoom ist oder Google Docs, aber vielleicht hast du da noch andere kleine Apps oder Tipps, sage ich jetzt einfach mal, als Empfehlung. Also was noch echt ein praktisches Ding ist, ist sowas wie Audio Movers. Ne? Das ist so, und da gibt es bestimmt auch noch 10 andere. Das sind auf jeden Fall einfach Sachen, wo man mit von einer DAW in die andere hineinstreamen kann oder einfach über einen Browser. Realtime-Audio ist natürlich nie Realtime, man hat immer eine gewisse Latenz, aber man kriegt eine relativ hohe Qualität schon mal so durchs Netz. Das fand ich sehr spannend, das nutzen wir auch für Sessions.
Ich habe jetzt gesehen, so ein bisschen beim Rumsurfen, dass wir ganz viele der tollen Tools gar nicht so richtig nutzen. Es gibt zum Beispiel noch mit VST Connect unglaubliche Möglichkeiten. Das heißt, Klaus, das hast du ja beim Vorgespräch schon mal alles. Das ist eigentlich absurd, dass das so hinten runterfällt. Man weiß es kaum, dass es existiert. Dabei ist es eigentlich in jeder DRW so drin, wo man ja tatsächlich übers Netz auch einfach von einem anderen Interface quasi in die eigene DRW rein recorden kann. Was auch einfach eine geile Idee ist. Ja. Super spektakulär. Vielleicht schon zu spektakulär. Ne? Also wir arbeiten dann oft so, dass einfach jeder hat sein Setup irgendwie da stehen, Zoom läuft parallel und dann hat man eine Dropbox, eine gemeinsame und schiebt sich die Files hin und her. Funktioniert auch super. Hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass so ein Sänger in einem anderen Studio vielleicht auch selber schon mal an den Takes rumschnippeln kann und sagen kann, na, den fand ich nicht so gut, hier möchte ich das. Tatsächlich gibt es aber zum Beispiel auch, wir hatten auch schon mal eine Session zum Beispiel mit Declan Donovan, super Sänger bei Sony Music unter Vertrag aus London. Der hat immer noch mal einen Engineer, der aber wieder in einem anderen Raum sitzt und ihn dann über so ein System recordet, damit er sich darum nicht kümmern muss, damit er sagen kann, ich bin nicht mein Vocal Engineer, ich schreibe und er kümmert sich um meine Vocals. Das ist auch irgendwie ein ganz spannendes Ding und dann kriegt man immer von ihm die Files. Finde ich auch krass, also haben wir auch nur einmal so gemacht, aber es hat auch sehr gut funktioniert und dann hast du einfach quasi nochmal so eine dritte Instanz quasi in der Zoom-Session drin. Geht auch. Auch eine Möglichkeit, die jetzt einfach so machbar ist, ne? Ja, ich glaube, das heißt, SessionWire kann sowas. Ich glaube, da hat man sogar einen extra Stream fürs Audio und nochmal zusätzlich auch einen fürs Video. Also Audio und Video sind dann praktisch voneinander getrennt. Ja, wir haben ja auch, es gab da mal eine Ausgabe, Klaus, wo wir über solche Tools gesprochen haben, ne? Genau, auch über richtig. Sonobus, was wir auch oft im Moment nutzen für unsere Online-Masterclasses beispielsweise, wo uns die Leute dann auch Tracks vorspielen können oder für unseren Studio Sound-Recording-Stammtisch aus der WhatsApp-Gruppe, wo wir dann so Mix-Feedbacks machen. Letztes haben wir das genutzt für den DAW-Klangvergleich, wo wir auch noch irgendwann mal nochmal drauf zurückkommen. Es ist ein super Tool, um sich gegenseitig einfach den Sessions vorzuspielen. Ne? Man hat dann quasi einen Server, wo sich alle einloggen und jeder hört dann das, was der andere gerade in der DAW oder halt auf irgendeinem Track oder auf irgendeinem Bus abspielt. Also je nachdem, wo er das Plugin halt hinhaut. Dann Satellite Session ist so eine Online-Browser-DAW, nenne ich es jetzt mal, wo man dann einfach per Drag and Drop sich die Sachen hin und her schieben kann. Da gibt es noch so eine, ich weiß, habe aber jetzt gerade vergessen, wie die heißt. Das ist so eine Mischung aus Zoom und man kann dann halt in dieser Plattform sich die Dateien hin und her schieben. Ich verwechsel die aber immer mit SessionWire. Deshalb weiß ich gerade nicht mehr genau. Muss ich nochmal recherchieren. Klaus, oder weißt du es noch? Nee, weiß ich leider nicht mehr. Okay. Ich kann ja mal ganz kurz nochmal googeln. Mhm. Genau, also SessionWire war diese Geschichte, was so Zoom-mäßig ist und man schickt halt in dieser Plattform sich die ganzen Files hin und her. Und wie diese andere Plattform heißt, habe ich jetzt vergessen. Janik, du wolltest noch was sagen gerade, oder? Was es auch noch gibt zum Beispiel, habe ich jetzt gesehen, ist diese kleine Studio Pass App von Steinberg, ne, wo man irgendwie auch nochmal also auf dem Handy zum Beispiel noch Videosachen machen kann, da hast dann quasi eine Verknüpfung. Okay. Das ist quasi so Zoom für Cubase mit dran. Also das ist auch irgendwie ganz spektakulär. Also da gibt es wirklich so mannigfaltige Möglichkeiten, wenn man da gemeinsam Brücken bauen will. Das ist schon echt Wahnsinn. Kann man auch echt, das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über die Geschichte so ein bisschen reden, ist eigentlich echt Wahnsinn, dass das heute so geht. Ich glaube, wenn wir jetzt die Zeit 15, 20 Jahre zurückgedreht hätten, da hätten wir das alles nicht. Also da wäre das Internet noch nicht schnell genug gewesen, da wäre das alles nicht machbar gewesen. Da hätte wahrscheinlich, also gerade dieses gemeinsam weltweit musizieren während der Pandemie hätte nicht funktioniert. Ja. Ist schon beeindruckend auch eigentlich. Ja, vielen Dank an Christian, der gerade schreibt, Session Link, genau. Session Link und Session Wire verwechsel ich immer. Danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Aber er wusste, was ich meine. Das ist schon mal gut. Ja, Janik, ich glaube, wir können das Thema moderner Songwriting-Prozess hier an der Stelle abschließen. Ich glaube, wir haben über sehr, sehr viele Möglichkeiten gesprochen, aktuell Musik zu produzieren, aber im Ende, man muss es halt immer noch selber machen, ne? Genau, das ist, man kann viel drüber reden, der Song schreibt sich nicht von selbst, nein, auf keinen Fall. Wobei es da schon KI-Tools gibt, aber ich glaube nicht, dass die da rankommen. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Genau, ist ein anderes Thema. Das ist, was ich nochmal so ein bisschen anfügen könnte, ist so ein bisschen, glaube ich, was
dadurch, dass die Möglichkeiten so wahnsinnig krass sind, auch alle möglichen Sounds, man muss ja mittlerweile nicht mehr alle Instrumente spielen, man hat super viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie gut du Streicher spielst, aber du programmierst sie auf jeden Fall wahrscheinlich dann ganz ordentlich mit deinen ganzen Tools. Man hat diese ganzen Möglichkeiten, aber dieser Gedanke, dass man halt Kunst erschaffen muss, die wirklich einen Mehrwert bietet für Menschen, die eine Aussage hat und nicht einfach nur Content produziert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein ganz entscheidender Gedanke. Da gibt es auch einen super Podcast zu, der hat auch genau diesen Namen, Create Art, Not Content. Und da geht es halt eben genau um diese Gedanken, wie gehe ich kreativ eigentlich ran, dass ich nicht nur irgendwas Dagewesenes 100-mal kopiere oder dass ich nicht einfach nur Content mache, sondern dass ich wirklich Kunst mache, die irgendwie einen Unterschied macht. Das finde ich, glaube ich, unglaublich spannend und das ist so eine Frage, die ist auch ganz unabhängig von modernem Songwriting oder Oldschool-Songwriting, vor dem Problem steht jeder, der Musik machen will. Und das ist was, womit es sich lohnt, glaube ich, sich auch einfach mal zu beschäftigen. Auch mal aus der eigenen Songwriting-Bubble vielleicht auszubrechen und sich zu fragen, wie ordnet sich das hier eigentlich ein, was ich hier mache? Kopiere ich hier irgendwas? Bin das ich? Passt das zu mir? Weil letztendlich diese Authentizität und dieses Selbstbewusstsein, was man dann mit seiner Kunst ausstrahlt, ja am Ende das ist, was Begeisterung auslöst, was Menschen inspiriert und was irgendwie so ein bisschen so das Grundgerüst sein muss, weshalb man das eigentlich macht. Und da hilft dann tatsächlich auch die ganze Technik nicht, ne? Das können wir dann einfach einpacken. Da brauchen wir dann doch wieder nur Kreativität in ihrer reinsten Form. Ja, das ist ein schönes Schlusswort fürs Thema. Wollte ich gerade sagen. Perfekt. Besser hätten wir es nicht im Drehbuch schreiben können. Klaus. Jawohl, the stage an is dieser yours. Stelle, wie immer, die allseits beliebten Typfragen. Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten und du musst für eine von beiden entscheiden. Also was liebe ich, ja. Ja. Mac oder PC? Geht schon Mac. Los. Analog oder digital? Oh, ihr seid wirklich gemein, das ist ja unfassbar. digital. Dann natürlich die absolut wichtigste Frage, die dafür sorgt, dass auch bei Online-Konferenzen die Latenz absolut minimal ist. Kommt der Kompressor vor oder hinter den EQ? Dahinter. Es gibt auf jeden Fall wieder 5 Sternchen. Metapher. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Dann was Neues vom Kollegen Bohn. 1176 oder LA2A? 1176. Früh raus oder spät ins Bett? Ach, spät ins Bett. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sprach- oder Textnachricht? Textnachricht. Und Podcast oder Video? Podcast. Super, danke dir. Cool. Und der Kollege Klaus Beetz hat auch mal wieder meine Notiz oben vergessen. Maximal 5. Ja, das kommt immer ganz drauf an, würde ich sagen, ne? Du bist noch gut im Zeitplan. Ja, ich habe mich recht bemüht, einfach nur so zu antworten. Das darf man nicht alles so für bare Münze nehmen, was ich da jetzt gesagt habe. Du hast es absolut perfekt gemacht. Super gemacht. Genau. Ja. Der Kollege Bohn schreibt zwar maximal 5 oben drüber, aber es sind mittlerweile, glaube ich, 40 verschiedene Sachen, die da drin steht, wovon ich mir fast immer dieselben rauspicke. Wenn wir mehr machen wollen, dann... Die Standards muss man halt drin lassen. Ne? Aber dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich das Geständnis. Was nutzt du in der Musikproduktion, was dir vielleicht peinlich ist und wo du sagst, oh, wenn das mal jemand rausfindet, dass ich das so mache? Also ich fake unglaublich gern mein Gitarrenspiel. Ich bin so ein mittelschlechter Gitarrist. habe das nie richtig gelernt und ich mach's aber oft. Und dann endet es dann manchmal wirklich darin, dass man für ein viertaktiges Riff 24 Schnitte im Audio hat. So grob. Ja. Und das ist wirklich schlimm. Und dann wird alles hin und her geschoben. Und manchmal spiele ich dann nur einen Akkord nochmal, weil ich den nur so dann greifen kann. Und dann dauert das der ganze Prozess eine ganze Stunde. Und am Ende denkt man, ich spiele aber gut Gitarre. Und dabei kann ich gar nichts. Das ist sowas, das ist wirklich krass, glaube ich. Und das wäre, glaube ich, auch weiß ich nicht. Also es wäre auch einfach okay zu sagen, ich kann es nicht, lass es jemand machen, der es kann. Okay. Also an dem Punkt bin ich, ja. Artet dann in so Editier-Sessions. Ganz schlimm.
Ganz schlimm. Mit Time-Stretching und hier und da. Ja, ja, Comping bis zum geht nicht mehr. Das darf man wirklich keinem zeigen. Da gibt es zum Beispiel diesen Song The Passenger. Das ist so ein Iggy-Pop-Song. Den haben wir irgendwann mal als Dance-Recording gemacht, zusammen mit Lumix und DTE und Gabri Ponte. Und da haben wir zum Beispiel, da habe ich die Gitarre eingespielt und das klingt total cool. Man denkt, ach, der kann das ja. Aber das war, glaube ich, ein anderthalbstündiges Editierwerk, bis das so diesen Groove hatte, den es jetzt hat. Okay. Aber das weiß ja keiner, das verraten auch niemand. Sehr cool. Nee. Hört ja keiner zu. Eben, genau. Kommen wir zum Referenzsong. Und zwar, wir haben unsere allseits beliebte Spotify-Playlist, die jede Woche neu befüllt wird. Yannick, hast du irgendeinen Referenztrack, von dem du sagst, der ist ganz besonders toll, gemischt, gemastert, arrangiert, Sounddesign ist super. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, irgendein empfehlenswertes Werk. Dua Lipa mit Don't Start Now. Finde ich unglaublich gut gemacht. Mhm. Das ist, lohnt sich, sich das einfach mal anzuhören. Das ist absolut echt richtig gut gemacht. Gibt es auch eine Song Exploder Folge zu? Ich glaube nicht zu dem Song, aber auf Netflix gibt es auf jeden Fall eine Song Exploder Folge zu einem Song von ihr. Oder halt auch den Podcast. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ja, Marco, du hast hier was Spannendes eingetragen. Ich habe was Spannendes rausgesucht, es wird weihnachtlich, ne, Leute? Man hört so im Radio die Songs, die immer vor Weihnachten so im Radio laufen wieder. Und ich habe mal bei einer Weihnachtsfeier, gebe ich immer was zum Besten. Und da habe ich dann so in die Runde gefragt, was ist denn der nervigste Weihnachtssong für euch? Mhm. Was ist das bei euch? So der nervigste Radiosong. Klaus, du darfst anfangen. Ja, ich überlege gerade. Ich weiß natürlich jetzt, welchen Marc ausgesucht hat, aber ich finde den nicht nervig. Nee? Nee. Also gut, okay, ich verstehe es jetzt einfach. Mein Referenztrack diese Woche ist Ram mit Last Christmas. Aber der ist zwar totgespielt, aber geil. Ja, ja, aber das ist wirklich so, ja. Es ist, aber ihr müsst mal auf das Vocal Arrangement achten, ne? Also diese unterschiedlichen Rhythmik-Pattern, die er da nutzt, ja, und einen Drive erzeugt, also durch, ja, ich sag mal, Passagen mit langgezogenen Noten und Phrasen und dieser Wechsel dann halt zu kurzen Phrasen, kurzen Noten, wo er dann halt so eine krasse Spannung und Kontrast erzeugt, ist wirklich richtig krass. Und für einen Popsong, wenn man sich mal die Repetition betrachtet, es gibt da so viele Stellen, die eigentlich sich gar nicht innerhalb des Songs nochmal wiederholen, was halt total unüblich für Popmusik ist. Und wie gesagt, ich finde das Vocal-Arrangement in dem Track wirklich großartig. Also achtet mal darauf, was da für Melodien sind und wie er da Spannung erzeugt. Und dann gibt es wieder smooth Parts und das ist wirklich, finde ich geil. Ist auch ein geiler Song, absolut. Aber bevor ich jetzt meinen draufpacke, das müssen wir noch ganz kurz durchdiskutieren. Also ich habe eben überlegt, was ist der nervigste Weihnachtssong? Egal von welchem Interpreten, definitiv Little Drummer Boy und Feliz Navidad. Halte ich nicht aus. Yannick, was ist bei dir? Ich hätte jetzt tatsächlich auch gesagt Feliz Navidad. Der ist mir irgendwie ein Ticken zu, ich weiß auch nicht, der löst irgendwie eine komische Emotion bei mir aus. Ich finde, von Feliz Navidad könnte es noch eine gute Scooter-Version von geben. Nichts gegen Scooter. Ich liebe Scooter, aber das würde passen. Feliz Navidad habe ich übrigens auch dabei noch zwei gespielt. Ja, gut. Ja, aber das ist ja so ein bisschen das Ding, wenn sich sowas wirklich durchsetzt, dann hat es auch immer irgendwas, ne? Also klar. Auch so Mariah Carey, ich meine, das ist, natürlich können wir das alle nicht mehr hören, weil das irgendwie jedes Jahr immer wieder, aber das ist ja auch einfach wahnsinnig gut gemacht. Das ist also so, das so zu singen und auch das ganze Arrangement darunter, das ist schon richtig, richtig gut. Muss man einfach den Hut vorziehen und sagen, das habt ihr, das ist Wahnsinn. Ja. Das muss man erstmal nachmachen. Absolut. Apropos super gut gemacht. We Are The World läuft auch jetzt immer, ne? Müsst ihr mal das Video nochmal angucken und dann darauf achten, wie Bob Dylan immer reagiert. Ist legendär. aber Klaus, sorry. Genau, apropos super gut gemacht. Mein Song für die Playlist. Aus dem Jahre 85 ein Song zum Anlagentest hören, beziehungsweise ein ganzes Album zum Anlagentest hören. Ich habe schon mal vor langer Zeit einen Song von Dire Straits auf die Playlist gepackt. Das war damals Private Investigations.
Und jetzt ist es Right Across the River vom 85er Album Brothers in Arms, was wahrscheinlich jeder zweite im Plattenschrank drin stehen hat. Ist, glaube ich, mit ja, irgendwie über 30 Millionen verkauften Alben eines der Top 10 Alben schlechthin. Wahnsinnig gut produziert. Damals, glaube ich, schon komplett digital aufgenommen worden. Und ja, wer das Album nicht kennt, man kann sagen, da sind Walk of Life und Money for Nothing drauf. Damit ist im Endeffekt alles gesagt. Aber da ist jeder einzelne Song absolut brillant drauf. Die sind auch komplett unterschiedlich, die Songs. Also gerade so dieses ja, radiomäßige wie Walk of Life findest du eigentlich sonst auf dem Album überhaupt nicht. Und bei Ride Across the River, da ist das Tolle, der Song ist super dynamisch. Und da sind ganz viele verschiedene Elemente und Instrumente, die da immer mal wieder kurz auftauchen. Und ja, es ist einfach so zum Anhören ist das ein mixtechnischer Genuss. Wenn du sagst, das ist das Album, was jeder im Plattenschrank stehen hat, ist das das Album, das blaue Cover mit ja. dieser Steelgitarre? Genau. Ah ja, das ist das Erste, was mir dann auch eingefallen ist. Okay, Yannick, erzähl doch mal, wo findet man dich online? Instagram? Ja, ich glaube, Instagram ist am einfachsten. Ne? Also einfach Quarterhead bei Instagram eingeben, da findet man uns. Okay, und eure Website lautet? Die führt dann auch nur wieder zu Instagram. Ach so, okay. Also okay, das ist so ein bisschen, wir versuchen die digitale Kommunikation da so ein bisschen zu channeln. Okay, verstehe. Ja, cool. Yannick, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe ja Songwriting-Themen. Deshalb fand ich es auch sehr, sehr interessant. Coole Ansichten auf jeden Fall. Ich finde, du warst ein sehr guter Gast. Absolut. Hast toll gemacht, war sehr informativ. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch mal in live begegnen. Und vielleicht komme ich nochmal auf dich zu. Vielleicht willst du mal einen Songwriting-Workshop oder so mit uns machen. Ja, sehr, sehr gerne. Super. Ja, das planen wir gerade auch schon noch an anderen Stellen. Ja, Also wie gesagt, wenn ihr da was plant, dann lasst uns gerne mal quatschen. Wir würden es dann gerne reinmogeln. Sehr gut, kriegen wir hin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. War ein sehr schöner Vormittag. Sehr spannend, über so Themen einfach mal zu sprechen und die mal so die Gedanken zu entfalten. Mir ist aufgefallen, man macht sich so Gedanken ja oft nicht. Ne? Man ist immer das so im Tunnel. Man arbeitet und macht und macht und macht und macht und reflektiert gar nicht so. Ja. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen der Vorbereitung, habe ich einfach mal gedacht, so, was tust du da eigentlich? Und dann kommt man auf so ganz viele Ansichten, die einem irgendwie vielleicht schon klar sind, aber die nicht so bewusst sind. Ja, wenn man manchmal so Sachen so selbst auch reflektiert, ne? Oder manchmal, wenn dann halt Leute dann auch sagen, in so Workshops oder auch in Coachings oder so, ne? Der Aljoscha zum Beispiel oder jetzt die Andrea Stolpe, mit der ich gerade diesen Songwriting-Workshop mache, das sind jetzt auch keine Sachen, wo du dann denkst, oh ja, mega geil. Also sind schon super viele Tipps so drin, wo du dann denkst, ah ja, das probiere ich mal aus. Aber im Grunde ist das halt auch echt so, sind das oft so Sachen wie, ja, da hättest du, das stimmt. Es geht darauf, sich einfach dann nur mal auch nochmal fokussieren auf diese kleinen Details und dann genau. Das halt auch nochmal vielleicht besser zu machen. Ne? Ja, oder so die Fragen, die du mir jetzt so gestellt hast, teilweise, da muss ich auch mal über so grundsätzliche Dinge einfach nachdenken. Weil für mich sind die total evident und klar, weil die sie jeden Tag passieren. Aber in dem Moment, wo man mal drüber nachdenkt und sie irgendwie weitergeben will, muss man sich nochmal tiefgreifend ein bisschen damit beschäftigen. Und das finde ich, sind sehr gute Impulse. Da habe ich jetzt was für mich mitgenommen. Ich hoffe, ihr und die Zuhörer haben auch irgendwas mitgenommen. Absolut. Und wenn wir das irgendwie hingekriegt haben, dann bin ich happy. Perfekt. Bin mir sicher. Ja, cool. Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bleib gesund und wir sehen uns bestimmt. Hey, macht's gut. Bis dann. Gut, ne? Vielen Ciao. Dank. Ciao. Tschüss, Yannick. So, ja, nächster Punkt auf der Tagesordnung. Super Typ. Ich bin dir ins Wort gefallen. Ja, das ist das Wichtigste. Wiederhol's gerade nochmal. Super Typ. Dankeschön. Genau, wir müssen noch einmal Eigenwerbung machen, nämlich diese Woche ist das neue Heft rausgekommen. Ja, ich finde das Cover so geil. Das ist das Independence Day für mich, ne? Ja, das ist schon so ein bisschen Independence Day, ne? Ist so ein Promo-Bild von Action Strings 2, was wir auch im Test haben. Was hast du nochmal dazu gesteuert? Ich glaube Gameboy Sounds oder so irgendwas, ne? Ja, genau. Es ging in der aktuellen Sounddesign-Folge geht es darum, der Klang des NES bzw. des Gameboys, die Soundchips sind sich ja einigermaßen ähnlich und wie man da so einen typischen Lead-Sound von damals kreiert hat. Also gerade beim NES, da war es ja so, der war von seinen Wellenformen, die er anbieten konnte, sehr, sehr eingeschränkt. Zwei Rechteckwellen, eine Pulswelle und dann noch so ein Kanal, der entweder Noise oder ein ganz klein bisschen Sampling angeboten hat. Ja, und da waren die Möglichkeiten entsprechend beschränkt und deshalb sind halt die Sounds sehr, sehr charakteristisch, die da rausgekommen sind. Und wie man sowas dann heute mit einem standard-subtraktiven Synthesizer nachbaut, das gibt's im Sounddesign-Artikel. Genau. Weitere Themen sind in der Mixpraxis haben wir The Monsters and Strangers, also auch im Produzentenduo, was unter anderem auch so Sachen macht wie Dua Lipa.
Grönerlund ist eine Band mit einem Abba-Sound, wo es ja auch gerade so ein bisschen aktuell wieder Abba-Sound. Aber ich habe da neulich in den Track reingehört. Ich meine, da hört man schon sehr, sehr viel Autotune. Müsst ich habe ihn noch nicht gehört. Ich muss dringend reinhören. Dann Interview mit Toni Frenzel, dem Entwickler von Klanghelm, also von den Klanghelm-Plugins. Fand ich ganz geiles Statement. Der hat gesagt, seine Lizenz ist der günstige Preis. Ja, das stimmt auch. Ist ja bei Valhalla ähnlich, ne? Ja. Das fand ich wirklich ziemlich cool. Außerdem im Test, weil könnte sein, es ist so ein Interface, Audio-Interface-Special, nämlich das Focusrite Claret Plus 8 Pre, Apogee Duet 3 und das Artoria Minifuse 2 haben wir im Test. Dann auch noch Kopfhörer von Austrian Audio neue. Dann, ich hatte noch so ein Nackenbügelmikrofon von TPA mit, die haben so geile Namen. Also das ist so, die Kurzfassung ist 4466 Core Omni. Aber ich glaube, in echt ist es noch anders. Dann Baby Audio Tape habe ich getestet, so ein Saturation Plugin. Ja, Novation Circuit Rhythm haben wir im Test. Und Vintage Park befasst sich mit dem Formanta Rockton UDS. Ursprünglich war die Headline Vintage Park Russendisco. Was? Ja, Andreas Hau hat auch beim Arturia Minifuse geschrieben, Herr mit den kleinen Französinnen oder sowas, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich glaube, da müssen wir jetzt mal kurz, muss ich mal kurz mein Veto einlegen. So. Also, wobei Russendisco habe ich dann nachher gegoogelt, dass tatsächlich die Beschreibung dafür für Diskotheken, ne, mit entsprechendem Klientel. Ja, wo man dann auch mal wieder auf den Sounddesign-Part der letzten Ausgabe verweisen kann, wo es unter anderem um Hardbass geht, nämlich wie man da so einen typischen Donk-Bass erstellt, was ja eben gerade bei den Russen sehr beliebt ist. Ja. Und ich würde so gerne mal einen Polyvox spielen. Ne? Das hat, als ich den Artikel überflogen habe, ich habe noch nicht ganz genau durchgelesen, wieder das Bild vom Polyvox. Ne? Ah, schön. Genau. Das ist so einer der wenigen Vintage-Synthesizer, wo ich mal das Sabbern kriege und sage, den würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, die neue Soundrecording-Ausgabe könnt ihr versandkostenfrei unter soundrecording.de/shop bestellen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Was haben wir jetzt? Hier stehen. Aufreger der Woche. Nächstes. Oder was machen wir? Als nächstes kommt hier bei dir, du hast irgendwas geschrieben von WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. WhatsApp-Gruppe gibt es immer noch. Geht es immer noch um das Übliche, ne? Genau, also wir sind mittlerweile 50 Leute. Macht echt tierisch viel Spaß. Jeden Tag sind spannende Diskussionen. Ich habe auch schon viele Fragen gestellt, die mir dann auch sofort beantwortet wurden. Nämlich, ich habe ein neues MacBook Pro, aber ein 2020er mit dem ersten M1 jetzt bekommen. Wurde mir zur Verfügung gestellt vom Verlag. Und ich dachte so, ja, okay. Also wir gehen jetzt so über in den Aufreger der Woche. Und ich dachte so, ja, ich spiele da einfach von meiner Time Machine das letzte Backup wieder auf. Starte Rosetta 2, was halt diese Intel-Chipsätze simuliert. Ich lasse es jetzt einfach, beschreibe es jetzt einfach mal so. Und dachte, dann geht's los. Ja, dann ist mir natürlich erstmal aufgefallen, klar, ich muss jetzt erstmal diese ganzen Plugins neu lizenzieren, die ich halt auf meinem alten Rechner lizenziert hatte. Heißt, ich muss mich überall nochmal damit beschäftigen, wie die Lizenzierungsverfahren ablaufen. Musste dann eventuell meinen Rechner halt meinen alten Rechner aus der aktuellen Lizenz halt kicken, um den neuen dann halt wieder dort einzutragen. Ja, und dann dachte ich so, es funktioniert alles. Und dann habe ich Logic gestartet. Es gab irgendwie 70 Validierungsfehler bei Plugins, bei AU-Plugins. Und das ist eine Menge. Das ist Spaß, sage ich mal. Mhm. Also, jetzt muss ich mich halt klar, habt ihr dann Waves-Probleme gemacht, Isotope, aber die haben alle Lösungen, aber man muss sich, stehe jetzt vor der Aufgabe, dass ich mich halt wirklich mit den einzelnen Herstellern jetzt immer intensiv beschäftigen muss und wie deren Lösungen für die M1-Chips halt aussehen und muss mich dann halt darauf einstellen und das alles umsetzen. Und es ist jetzt nicht so, dass man den neuen Rechner dann. Also es war bei mir jetzt nicht so, kann natürlich auch immer am User liegen. Das will ich jetzt gar nicht hier abstreiten, dass es die Möglichkeit gibt oder die Möglichkeit nicht gibt. Ich meine, ihr kennt mich und ja, aber es ist schon irgendwie nervig. Jetzt kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, man muss jetzt mal sagen, das Ding ist fast anderthalb Jahre draußen. Also so langsam sollte da mal alle fertig sein mit. Ja, ich glaube schon, dass es funktioniert.
Aber klar, es ist halt mit einem Workaround verbunden, ne? Und nativ soll das Ganze, oder kündigen viele Hersteller halt das erste Quartal 2022 an, wo es dann halt laufen soll, ne? Aber vorher halt immer noch Rosetta. Ich finde, Rosetta ist auch echt. Frag mich, wer hat sich den Namen denn überlegt? Ja, das ist aber auch nur bei uns so, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich kann es komplett nachvollziehen. Ja. Nee, aber bevor ich noch, ich habe noch einen anderen Aufreger. Ist eigentlich gar nichts mit Audio zu tun, aber gestern hat es bei mir an der Tür geklingelt. Hat jemand von der Post aufgemacht. Mir noch so: Ja, hallo, sind Sie Herr Bohn? Ja, bin ich. Ja, ich bin hier von der Post. Hat er mir seinen Ausweis gezeigt und sagte dann so: Sie haben einen Brief mit einer gefälschten Briefmarke verschickt. Und ich so: Gott, die führen mich jetzt hier in Handschellen ab oder was? Und dann dachte, es ist so ein Brief, den ich verschickt hatte an meinen Arzt. Der hatte mir ein Rezept ausgestellt und hatte vergessen zu unterschreiben. Dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nicht nochmal in die Innenstadt, ich schicke dir das jetzt per Post und du schickst mir das nochmal unterschrieben zurück. Und ja, dann hatte ich da bei einem Kiosk auf der Venloer Straße in Ehrenfeld eine Briefmarke gekauft und die war gefälscht. Ups. Ja, und ich frage mich, wie viele Briefmarken, gefälschte Briefmarken muss der verkaufen, um damit Geld zu machen? Eine ganze Menge wahrscheinlich, ne? Aber Naja, aber woran ich erkennt fand's. man das denn? Also, wie haben die denn gemerkt, dass es eine gefälschte Briefmarke ist? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also für mich sah das aus wie eine ganz normale Briefmarke. Aber ich meine, ich weiß nicht, wann ich bin dahin. Ich habe eine Briefmarke gekauft. Der hat zu mir gesagt, geben Sie mir 80 Cent. Ich habe dem 80 Cent gegeben. Der hat die Briefmarke da drauf geknallt. Dann habe ich ihn gefragt, wo ist der nächste Briefkasten? Und dann habe ich da den Brief in den Briefkasten geworfen. Ne? Also ich habe mich da jetzt nicht großartig mit beschäftigt. Ich bin da nicht mit so einem Blaulicht drüber gegangen und habe geguckt, ob ich da irgendwelche Spuren sehe oder so, wie bei einem Geldschein. Das ist Schwarzlicht super nennt man das, spannend. ne? Ja, genau. Ich fände das total geil, wenn ich jetzt irgendwie verdächtigt würde. Ich hätte eine falsche Briefmarke verschickt oder sowas. Das ist Ich super habe ja geil. im Keller habe ich eine Briefmarkendruckerei. Ja. Genau. Da kommt auch das Geld für die ganzen MacBooks und sowas her. Das ist Ja, der die Verlag, bezahle der ich im ja. Keller sitzt quasi, ne? Genau, eigentlich macht unser Verlag Briefmarken. Gefälschte Briefmarken, mit denen wir auch immer unsere Hefte. So können wir auch kostengünstig unsere Hefte verschicken. Unsere Magazine. Genau. Naja, aber du hast, glaube ich, auch noch. Wir bleiben bei Apple, ne? Wir bleiben bei Apple, ja genau. Habe ich ja letzte Woche schon erzählt, hier mein Problem momentan mit dem iCloud-Sync von Bookmarks. Und ja, ich sollte eigentlich letzte Woche Freitag sollten die Leute von Apple mich zurückrufen, weil die wollten checken, ob mein iCloud-Account irgendwie überprüft werden darf von dem. Sprich, die dürfen da irgendwas auseinandernehmen und gucken und so weiter und so fort. Da war ein Call für 2 Uhr ausgemacht. Der hat nie stattgefunden, also ich wurde nicht angerufen. Hab dann auch, ich habe da nicht zurückgerufen, sondern ich habe gedacht, mal gucken. Vielleicht melden sie sich ja später. Ist ja jetzt auch nicht super dringend oder sowas. Jedenfalls, da kam nichts. Dann bin ich hingegangen und habe am Montag einfach mal kurz eine Mail an die geschrieben. Man kann ja dann antworten. Hier, ja, was ist denn der aktuelle Stand? Ganz freundlich geblieben. Keine Reaktion drauf. Dann habe ich am Mittwoch nochmal nachgehakt, habe gefragt hier so, hey, was ist der aktuelle Stand? Auch wieder per Mail. Kam bisher auch noch keine Reaktion drauf. Ja, und morgen werde ich dann nochmal anrufen und mal gucken. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht super dringend, ich werde da keinen Stress machen oder sonst irgendwas, aber wenn die morgen dann halt wieder die ganzen Schritte durchgehen, ich habe es jetzt mittlerweile mit 3 Personen gemacht, von wegen, haben sie mal den Sync ein- und ausgeschaltet, haben sie mal Safari neu gestartet und so weiter und so fort, dann werde ich das dann abkürzen an der Stelle sagen, jo, habe ich gemacht, ich würde jetzt ganz gerne mal in Richtung Lösung gehen und es wäre schön, wenn wir da irgendwie ein bisschen weiter kämen und halt auch mal eine Rückmeldung kam. Und bisher war ich mit dem Apple Support eigentlich, wenn ich da mal anrufen musste, super zufrieden. Jetzt momentan irgendwie nicht. Aber mal gucken. Ich erzähle mal nächste Woche, wie es so ist. Merkt es ein bisschen. Aber wenn ihr da draußen Probleme habt mit der Synchronisation zwischen iPhone oder MacBook oder was auch immer, welchen Apple Devices auch immer, es gab vor kurzem eine Datenschutz-Updates-Erklärung, die man bei dieser Sync-Geschichte eben akzeptieren musste. Deshalb funktionierte auch mein Sync nicht. Dann habe ich das aber aktiviert und dann hat es wieder funktioniert. Und dann dachte ich ja direkt: Ey, Klaus, das ist bestimmt doch dein Problem. Dem war aber nicht so, ne? Nee, war leider nicht so. Aber was mich mit so einer gewissen Genugtuung zumindest zurücklässt, ist halt, dass meine beiden Windows-PCs einwandfrei über die iCloud synchronisieren. Ja. Das funktioniert. Okay, ich glaube, du hast noch einen Workflow der Woche mitgebracht, ne? Da muss ich gerade mal in meinen. Habe ich das?
Hier steht irgendwas mit Kreuzbefehle-App. Ach doch, ja, stimmt. Hier, ich habe falsch geguckt. Ich habe gedacht, weil das, ich habe das hier irgendwie als Überschrift gekennzeichnet. Ja, genau. Kurzbefehl-App. Sind wir schon wieder beim Thema Apple? Da bin ich letztens zufällig drüber gestolpert. Ich meine, die Kurzbefehle-App ist ja nichts Neues, ne? Aber sie ist mir völlig entfallen. Hast du die mal genutzt? Oder nutzt du die? Nee, nutze ich nicht. Und bei mir kam es einfach in Verbindung mit dem Hue-System, dass man sich dann einfach quasi einen Button so auf der Oberfläche erstellt, um damit dann halt eine andere App, in dem Fall halt Philips Hue, fernzusteuern. So. Ja, aber und ich habe überhaupt nicht gecheckt, wie mächtig dieses Tool halt ist und womit du dann, was du da halt für komplexe Batch-Commands machen kannst, womit du zuerst das, dann das. Im Endeffekt ist das ja wie so eine Art schon fast wie so ein Stream Deck fürs iPhone oder fürs iPad, was du dann auch über Siri steuern kannst. Und ich bin völlig begeistert und ich muss da mal richtig dran eintauchen, was man sich da so alles zusammenstellen kann. Hm. Ja, da, wo du das sagst, das ist mir aufgefallen, dass mein iPhone mir automatisch die Funktionen, die ich oft nutze, dann auch vorne in diese Kurzbefehle-App halt legt. Also plötzlich, ich bin immer in diese Home-Geschichte gegangen, ne, wo ich dann meine Philips Hue-Geschichten da steuere. Und dann auf einmal lagen diese Kurzbefehle dann auch vorne direkt auf dem, wie nennt man das? Auf diesem Desktop. Home-Bildschirm. Homescreen. Ne? Mhm. Homescreen, genau. Das fände ich schon cool. Doch, aber das nutze ich sehr oft. Ja, jetzt wo du es sagst. Hier bietet uns gerade jemand an, Follower und Viewers zu kaufen. Ja, das kommt mal wieder über Twitch. Ne? So merkwürdige Sachen kommen immer über Twitch rein. Hey, wir haben immerhin, wir hatten 20 Zuschauer, da sind wir sehr stolz drauf. Was absolut, super geil. Vielen, vielen Dank. Wir haben die 10.000 Hörer geknackt pro Monat. Ja. Also das ist schon ziemlich geil. Also vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr euch uns regelmäßig antut. Nee, umgekehrt. Ja. ich würde sagen, machen wir weiter mit dem Gear-Corner, oder? Machen wir weiter mit dem Gear-Corner, genau. Und es geht los mit dem Zoom R20. Da haben wir ja schon am Anfang kurz drüber gesprochen. Genau. Nochmal vielen Dank an Zoom für die Unterstützung. Und ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen genauer auf das Gerät ein. Also, fangen wir mal so beim rein Design optisch. An. Ja, fangen wir beim Design an. So, rein optisch würde ich sagen, so ein bisschen in den 80ern sind wir wieder, oder? Ja, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Man sieht nö, halt gar nicht. Diese 8 Fader, die ersten beiden, die ersten beiden Inputs sind Combo-Buchsen, danach folgen 6 weitere XLR-Eingänge. Rechts ist ein sehr übersichtliches, sehr Bedieneinheit, würde ich jetzt mal sagen, Bedienbereich mit 6 Tasten für Vorspulen, Zurückspulen, Record, Play, Stop. Das andere kann ich nicht erkennen. Und halt ein Touchscreen, was halt extrem auch gut auffällt, wo dann auch Tracks scheinbar visualisiert werden, was ja jetzt grundsätzlich schon mal ziemlich cool ist, hat mein L8 zum Beispiel nicht. Aber du hast noch weitere Infos über das Gerät, ne? Ja, genau, richtig. Also deshalb meine ich auch 80er einfach so von der Farbgebung her. Der hat so, das ist so ein dunkles Grau, so ein bisschen Marke Radiowecker. Und dazu dann noch diese bunten Pan-Potis da drauf, die dann so einen leichten farblichen Akzent geben. Das erinnerte mich da irgendwie total dran. Also, es geht ja hier um ein digitales Kompaktstudio, was insgesamt 16 Spuren unterstützt und auf 8 kann man immer gleichzeitig aufnehmen. Deshalb halt auch 8 Eingänge. Die verschiedenen Buchsen hast du ja gerade schon erwähnt. Man kann in 44,1 Kilohertz aufnehmen und dann halt mit 16 oder 24 Bit. Die Kanäle 5 bis 8 die bieten Phantomspeisung. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, warum das nicht auf allen Kanälen ist. Keine Ahnung. Aber ist anscheinend so. Das ganze Editing findet dann über diesen Touchscreen statt. Und das ist eben das Schöne daran. Man nimmt auf SD-Karte auf und kann in dem Gerät dann direkt weiter editieren. Also man muss es nicht an den Rechner übertragen, sondern über den Touchscreen gibt es halt wie so eine Art Mini-DAW da drin. Mhm. Und dann kann man halt schneiden, kopieren, arrangieren, loopen, wie auch immer. Und das Ganze auch mit verschiedenen Effekten weiter bearbeiten. Es gibt 3-Band-EQ, es gibt einen Kompressor, Limiter, Gate, Reverb und so weiter und so fort. Eine Amp-Simulation, falls man halt direkt Gitarre und Bass einspielen will. Außerdem, sehr interessant, einerseits es gibt integrierte Drum-Loops und es gibt irgendwie wie so eine Art Mini-Synthesizer da drin. Das heißt, wenn man über USB-C ein MIDI-Keyboard daran anschließt, dann gibt es da irgendwie 18 vordefinierte Synth-Sounds, die man direkt spielen kann. Ich weiß nicht, ob es wirklich Presets sind und dann werden die synthetisiert oder ob es halt wie so eine Art Rompler ist oder sowas, den man darüber steuern kann.
MIDI kann man anscheinend auch darin editieren. Bin ich mal gespannt, wie das auf diesem kleinen Screen so ist. Aber das ist eine ganze Menge Funktionalität und diese USB-C-Schnittstelle, die kann man auch unter anderem dafür benutzen, um das Ding als Audio-Interface zu verwenden am Mac und PC. Ja, das ist eine ganze Menge Funktionalität für insgesamt 399 € so als Standalone-Gerät, um es in den Proberaum zu schmeißen und da mitzuschneiden oder wie auch immer. Da geht so einiges. Ja, absolut. Also ich finde auch, sieht nach einem sehr gelungenen Gerät aus. Ich kann vielleicht diese Phantomspeisungsgeschichte, kann ich vielleicht kurz, hatte ich vielleicht eine Idee, bei meinem Zoom L8 kann ich die Phantomspeisung dann nur auf allen Kanälen aktivieren. Das heißt, ich habe sechs Kanäle und ich drücke da drauf. Das heißt, Bändchen ist schon mal schwierig. Und kann ich mir vorstellen, dass sie dann da, das ist ja eigentlich dann, du hast die Möglichkeit, das nochmal genauer zu selektieren. Ne? Hast vier Kanäle, die du da mit Tonspeisung ausstatten kannst, beziehungsweise das Mikrofon dann betreiben kannst. Das ist eigentlich ganz cool. Ich frage mich dennoch, die wollen, ich habe ja einen sehr, sehr engen Kontakt zum Sound Service, also zum Vertrieb. Deshalb sind die natürlich halt auch Partner oft bei uns, ne? Bei diesen Episoden. Und der hat mir ja neulich gefragt, ja, Marc, willst du nicht mal diesen P8 nutzen oder so, ja. Ja, bringt mir halt nichts, weil ich finde halt einfach, mir fehlen halt Combo-Buchsen. Ich bin halt ein Fan von Combo-Buchsen. Ne? Und ich weiß nicht, so bei dem L8 haben sie auch überall Combo-Buchsen drin. Ne? Mich würde halt interessieren, warum machen sie hier nicht überall Combo-Buchsen? Ne? Das fände ich vielleicht ein bisschen besser. Ich will jetzt gar nicht so viel kritisieren, aber so ein Bluetooth-Adapter finde ich ist auch irgendwie oldschool. Also könnte man direkt einbauen, oder? Genau, könnte man. Es gibt Geräte, so, die haben das direkt eingebaut. Genau, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Es gibt einen optionalen Bluetooth-Adapter, um das Gerät via Smartphone fernzusteuern. Was ja grundsätzlich cool ist, ne? Und da ist ja auch diese Geschichte mit dieser Steuerung für Sehbehinderte, ne? Was ja echt geil ist, ne? Ja. Dass du dann mit App dann, ich weiß gar nicht, wie hast du es gelesen? Irgendwo stand das doch. Stand das hier nicht drin? Nee, du hattest es nur ganz am Anfang mal als Stichwort noch reingeschrieben. Achso, ich dachte, es steht auch hier in der Pressemeldung. Also auf jeden Fall gibt es durch die App da Features mit Gestiken, das Ganze dann zu steuern. Und genau, was wollte ich noch sagen? Die Amp-Simulation, das finde ich echt cool. Weil das ist im Proberaum, ne? Da musst du nicht irgendwie dein Amp theoretisch mal mikrofonieren, um eine Demo aufzunehmen, sondern schließ dich wieder, was ist, einfach direkt mit dem DI-Signal da halt an. Aber dann hast du halt schon zwei Combo-Buchsen belegt, ne? Richtig. Gut, aber für den Rest musst du da halt mikrofonieren. Ja, aber für 399 € kann man auch wirklich nichts sagen. Ich denke auch, das ist natürlich einfach, um den Preis ein bisschen gering zu halten, ne? Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch ein absoluter Fan, ne? Wie gesagt, ich nutze den L8 hier für die Podcast-Produktion. Ich finde den super. Auch für unsere Streaming-Anwendungen. Ich meine, Ist immer cool. Ja, perfekt. Wunderbares Street Fighter-Sample eingespielt. Bevor wir weitermachen, muss ich mal ganz kurz hier die Miezekatze, die hier um mich rumläuft, aus dem Studio rausschmeißen, denn ich glaube, die möchte mal dringend zur Toilette. Ich bin in 30 Sekunden zurück. So lange brauchst du? Und was mache ich jetzt hier alleine? Sag mal, was geht denn mit dir jetzt hier ab? Hat da draußen noch irgendjemand eine Frage an Klaus? Der kann sie gerade nicht beantworten. Ja, aber wie gesagt, ich nutze sehr viele Zoom-Produkte. Qualität ist auch echt cool. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Aber diese Synth-Sounds, da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie die klingen. Und ich habe jetzt versucht, die Zeit so ein bisschen zu überbrücken in deiner Kategorie hier, Gear Corner. Ich habe das sehr schlecht gemacht. Ich glaube, es ist aber richtig auffällig, dass ich total nicht wusste, was ich sage, aber das macht du bist überhaupt ja wieder nichts. Da. War ja nur ein spontaner Moment. Wie gesagt, wenn Miezekatze hier rumpinselt, dann kann es sein, dass halt irgendwann mal ein Kabel angefressen wird. Das wollen wir vermeiden und deshalb lieber mal kurz rausschmeißen und die Tür abschließen. Ansonsten fliegt die Tür nämlich gleich wieder auf und dann, Ja. Ich kenne ja meine Katze. Wir laufen schon wieder auf die 2 Stunden zu. Sollen wir weitermachen? Wolltest du das damit sagen? Bitte. Dann kommt jetzt was Großes, nämlich aus dem Hause SSL, das Big Six. So, Big Six. Das ist quasi das Six, also 6,
mal zwei sind wir bei einem 12-Kanal-Mischer. Wahnsinn. Six mal zwei, ja. Man muss eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. SSL hat halt The Six genommen und ein bisschen weiter aufgeblasen. Es gibt halt 12 Kanäle mit feinster SSL-Technik drin, 27 dBU Headroom drin, 4 Monokanäle und dann das gleiche nochmal an Stereokanälen. Damit kommt man also auf die 12 insgesamt. Und dann gibt es einen pro Monokanal einen eigenen Preamp. SSL nennt das den Super Analog Mic Preamp. Also ich meine, der Preamp ist nicht nur analog, der ist sogar super analog. Mit inklusive Hochpassfilter, dann kommt Dreiband-EQ, SSL-Style mit Filter drin. Zusätzlich noch einen Kompressor drin und einen symmetrischen Insert. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und ansonsten, was schön ist, das Ganze hat auch ein integriertes Audio-Interface. Ob jetzt da wirklich alle Kanäle einzeln aufnehmbar waren, das steht hier leider gar nicht. Aber da gehe ich jetzt einfach mal aus. Das war einfach nur so eine Krankheit aus der Anfang von diesen Hier steht 16 Pulten. Kanal. Ja, genau. Es gab ja am Anfang da irgendwie diese Probleme, dass dann immer nur normal eine Summe aufgenommen wurde. Aber ich glaube, da sind wir mittlerweile raus. Und ich denke, gerade bei SSL, die ja auch da sehr, sehr gut inzwischen unterwegs sind, sollte das eigentlich kein Thema mehr sein. Ja, ansonsten, wir haben den legendären SSL-Buskompressor natürlich noch mit drin. Und preislich, 3.000 Euro. Ne? Ja. Also das für ein 12-Kanal-Analog-Pult ist eine Ansage, muss man schon sagen. Aber es ist SSL. Auf jeden Fall. Ja, so ein Listen-Mic-Kompressor. Genau. Hast halt viele Sachen einfach drin. Ne? Also ist schon für so ein Home-Recording-Studio, was ein bisschen ambitionierter ist, schon eine geile Sache. Ja, absolut. Ich finde es mal interessant. Also ich glaube, das Six war ja extrem beliebt und erfolgreich. Persönlich konnte ich mir nie vorstellen, wofür ich es richtig einsetze. Ich glaube auch, dass dieses Pult hier wieder sehr, sehr gut weggehen wird. Aber ich weiß nicht so richtig, was der Use Case dafür ist. Also es ist ja es ist nicht groß genug, um da wirklich Mixes drüber zu fahren. Und das einfach nur als Summierer zu nehmen, wäre zu schade. Mhm. Also ich bin mir unsicher, aber wie gesagt, es ist jetzt nur meine Ansicht und ich bin mir sicher, da gibt es eine ganze Menge Gründe für, weil ansonsten hätte sich das der Vorgänger oder vielmehr der kleine Bruder nicht so gut verkauft, ne? Ja, ich glaube, die sind schon ganz gut gegangen. Auf jeden Fall, ja, klar. Und die sind auch super beliebt. Also man trifft die immer mal wieder in irgendwelchen Foren-Einträgen oder sowas, dass die halt empfohlen werden. Und deshalb das jetzt nicht als negativen Punkt aufnehmen, sondern ich wundere mich einfach nur. Also mich würde total interessieren, wenn mal vielleicht kann mir ja mal irgendjemand, der ein Six zu Hause einsetzt, erklären, wie er es benutzt. Weil ich würde es gern verstehen. Das kann auch der Daniel. Ach, der hat eins. Daniel Graumann hat, glaube ich, eins. Ja, super. Dann, Daniel, werde ich da mal nachfragen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich meine, ich hätte das in Erinnerung. Oder ich habe das in Erinnerung, dass er das hat. Aber 100% sicher bin ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir hatten letzte Woche SSL. Jetzt haben wir schon wieder SSL. Die legen gut nach, ne? Ja, total. Vor allem so versuchen sie in so ein B2C, also so Endkonsument, also ich sag mal, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Sie bauen jetzt nicht mehr nur riesige Pulte, ne? Ja. Also eben. Für große Studios, sondern haben halt auch so diesen Home-Recording-Bedarf entdeckt und beziehungsweise halt auch entdeckt, dass es auch fürs Home-Recording oder für kleinere Produktionen halt SSL-Pulten Bedarf. Also, dass da Bedarf ist für solche Pulte einfach, ne? Ja. Um halt auch wirklich mit kleinen Pulten eine geile analoge Klangqualität eben zu erschaffen. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Ja. Feinste Analogtechnik auf kleinem Raum. Richtig. Ist das der Slogan oder hast du dir das selber überlegt? Nö, das habe ich mir gerade selber ausgedacht. Aber SSL, feinste Analogtechnik auf kleinem Raum. Wie man sich dann die großen Konsolen erklärt, ist nie passiert. Genau. Naja, bevor das hier noch zu marketingtechnisch kommt, hast du noch einen Beitrag, den du jetzt auch noch marketingtechnisch vermarkten kannst und dann. Jawohl. So. Wie macht man es den Leuten denn schmackhaft, dass sie ein weiteres Abo dazu nehmen, nämlich Native Instruments Complete Now? Ein Abo für einen Zehner im Monat, beziehungsweise 9,99 €. Ja, irgendwann musste auch Native Instruments nachlegen. Ich glaube, es war schon länger angekündigt oder man hat so Gerüchte gehört. Aber ja, fast jeder große Musikhersteller hat ja mittlerweile irgendeine Art Abo-Service im Programm und Native legt jetzt nach.
und für einen Zehner im Monat, da gibt es aktuell Battery in einer, wie sie nennen es, die Now Edition, aber die ist funktionell genau mit dem normalen Battery identisch. Der Unterschied liegt eigentlich nur im Content, der mitgeliefert wird. Der ist, glaube ich, etwas reduziert im Vergleich zur normalen Verkaufsversion. Das heißt also, man bekommt Battery, man bekommt Massive X, was ja, wie alt ist Massive X jetzt? 2 Jahre oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Jedenfalls immer noch ein ja, absolut aktueller State-of-the-Art Wavetable-Synthesizer. Und was Modulationen und alles angeht, ist das Ding der Wahnsinn. Und ja, absolut tolles Teil. Dazu gibt es dann effektmäßig momentan Replika und Raum, also ein Delay und einen Reverb. Dann gibt es noch diverse Sampling-Instrumente, da gibt es Hybrid Keys, dann gibt es Lo-Fi Glow und dann gibt es die Retro-Machines MK2, das ist eine Contact Library, soweit ich weiß. Da waren noch ein oder zwei Tools dabei jedenfalls. Das Ganze wird dann auch immer noch monatlich erweitert. Es gibt also Erweiterungspacks dafür in Form von neuen Sounds für Battery, für Massive X. Und wahrscheinlich auch dann weitere Effekte beziehungsweise vielleicht auch Instrumente hinzugefügt. Was ist so dein Eindruck von dem Ganzen erstmal? Also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, die fahren jetzt hier mit so einer Ultimate Complete Abo-Geschichte auf. Ja. Also so, genau, das keine Ahnung, dass du mehrere Abo-Modelle hast, wo du dann für einen Zehner hast halt irgendwie die Basics oder so, ne? Und keine Ahnung, für einen 15er hast du dann irgendwie nochmal mehr und für 20 im Monat hast du dann irgendwie alles und kriegst halt auch immer ständig alles dazu, was halt noch so Neues rauskommt. Ne? Weil ich weiß gar nicht, was kostet Complete Ultimate? Weiß ich gerade nicht. Du kennst ja die Preise. Ein Tausi oder so, glaube ich. Genau, ich meine, wenn du da, ne, muss man das halt noch runterrechnen, wie lange man das, ne, da kommt jedes Jahr ein Neues raus. Ne? Ich glaube, und mit so Abo-Modellen hat man auch so eine gewisse Sicherheit. Irgendwie als Unternehmen. Bin ich jetzt ein bisschen negativ überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass da sind coole Sachen drauf, du hast ja absolut recht. Aber jetzt noch ein Abo für einen Zehner und dann so unattraktiv, weiß ich nicht. Also ich für mich sagen, ist es unattraktiv. Also ich finde es unattraktiv. Ich finde es auch absolut unattraktiv, weil ja, Battery ist ein cooler Drum-Sampler, ist aber ein alter Hut, ne? Und da hat mittlerweile eigentlich jede DAW was entsprechend Gleichwertiges dabei. Massive X ist für mich das Highlight in dem Ding drin, weil es ist halt einfach ein extrem umfangreicher Synthesizer. Das ist aber auch gleichzeitig das Problem von dem Ding, weil das ist kein Einsteiger-Tool. Das heißt also, wenn man sagt, ja, ich fange klein an, ich gebe einen Zehner im Monat aus, dann ist Massive X definitiv nicht unbedingt das richtige Ding, es sei denn, man will einfach nur Presets abfeuern. Da ist also irgendwas Einsteigerfreundliches wäre da vielleicht besser. Es sei denn, man sieht es vielleicht dann wirklich so als Ergänzung zu dem Material, was man schon in seiner DAW dabei hat. Ja, und der Rest ist so, also Raum gab es zum Beispiel mal kostenlos in der Weihnachtsaktion. Klar, wenn man den verpasst hat, der ist auch immer noch super, also toller Hall, genauso wie Replika als Delay ist auch super. Ne? Sind aber auch schon was älter beide, die Tools. Ja, also da ist also für mich irgendwie, abgesehen von Massive X, ist da kein Zugpferd drin. Es ist da wahrscheinlich so ein Kick-Off. Ne? Vermutlich, man geht mal mit so einem Abo-Modell jetzt halt raus, man hat was am Start, guckt, wie es geht. Aber meiner Meinung nach hätte man da vielleicht noch ein paar attraktivere Software-Instrumente reinknallen können. Vielleicht irgendwie noch ein Piano oder so. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, oder irgendeine Session Strings 1 oder so. Ja, oder Action Strings, was weiß ich. Ne? Dass so verschiedene Genre und Instrumentengruppen vielleicht abgebildet sind, aber so finde ich es tatsächlich wirklich sehr, sehr mau. Ah, Hybrid Keys ist dabei, aber weiß gar nicht. Ist das so ein Standard-Piano? Weiß gar nicht. Ja, und Hybrid Keys ist ja, ich überlege gerade, es kann auch sein, das verwechsel ich gerade. Hybrid Keys ist, meine ich, noch relativ neu. Okay, ja, da sage ich jetzt mal nichts zu, weil es kann sein, dass ich was Falsches sage. genau. Jedenfalls, ich glaube, das ist ein Angebot, das muss noch ein bisschen reifen. Also jetzt gerade würde ich es nicht kaufen. Mal gucken, was noch so dazu kommt, ob es dann einfach attraktiver wird. Aber jetzt gerade, ich weiß es nicht. Und man muss ja auch sagen, die Bundles von Native, die sind vom Preis her echt schon gut. Ne? Also da macht man definitiv nichts falsch mit. Mhm. Und die sind auch öfters mal im Angebot. Also gerade so Black Friday, klar. Summer of Sound
da sind oft mal 50% drin und dann ist man, glaube ich, mit einem großen Bundle da momentan eindeutig besser dabei. Cyber Monday, sag ich jetzt. Ist er nicht schon längst vorbei? Ja, ich glaube, da war schon. Ich dachte nur, das ist jetzt auch so ein Ding. Cyber Monday, kurz nach Black Friday. Es ist irgendwie. Es gab da so eine schöne Kampagne, haben wir schon in der WhatsApp-Gruppe diskutiert. Ne? Genau, Jan T. schreibt, endlich mal geschafft, dabei zu sein, also hier zu sein. Super, schade, dass das erste kurz vor Schluss. Ja, schön, dass du es geschafft hast, aber wir sind leider auch schon am Schluss angelangt. Ich, für dich vielleicht leider, aber für mich Gott sei Dank. Ey. Wir wollten ja irgendwann so die anderthalbe Stunde anpeilen, haben wir schon wieder nicht geschafft. Obwohl wir wirklich, guck mal, die letzten Wochen waren noch okay da. Ja, da war die eine oder andere dabei. So letzte Woche auch wieder so. Wir zwei alleine wieder über eine anderthalbe Stunde gemacht, wo ich dann dachte, wo muss das sein? Das muss ich schon wieder ertragen, ne? Mann, ey. Ich hätte anderthalb Stunden lang pennen können. Genau. Oder ich hätte jetzt schon mein MacBook M1 neu aufsetzen können in der Zeit. Nee, oder anzünden können. Oder anzünden. Ich weiß gar nicht, ob das gut brennt. Will mal probieren. Sound and Recording in Gefahr. Wir probieren das mal aus. Du, ja. Ey, du, was glaubst du, was das Klicks bringt? Einiges. Mhm. Ja, du kannst jetzt mal alle Banner raushauen und ich lese dann vor, was da drauf steht. Also, ich sage erstmal, abonniere uns auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast und Co. Setz auch schön überall die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn wir eine neue Episode rausgehauen haben mit unserem Geschwafel hier. Und es gibt jetzt eine neue Podcast-Plattform, wo wir sind. Ich glaube, die nennt sich Podimo oder so. Die wollen jetzt das neue Netflix für Podcasts werden. Sehr cool. Dann kauf das neue Heft, gibt Versandkosten frei unter soundrecording.de/shop. Dann kauft euch Studioszene-Tickets, gibt es jetzt die Early Bird-Tickets für 149 Euro, limitiert auf 500, endet am 31.01. Was habe ich hier noch? Ach ja, buch die Online-Masterclass nächste Woche mit Aljoscha. Sieg über das Thema ein erfolgreiches Tonstudio-Business aufbauen. Und ich habe schon den Referenten für Januar gecheckt. Es wird Henning Verlage sein. Der unheilige Schlagersänger. Genau, der eine Songwriting-Session macht. Aber da gibt es noch keine Infos auf unserer Website. Dass diese Info haltet ihr hier jetzt exklusiv. Abonniert unseren Newsletter, damit ihr da auch immer auf dem neuesten Stand seid, was auch mit Studioszene und so abgeht. Gibt es auf soundrecording.de, rechts oben ist so ein Fenster, wo man sich da eintragen kann mit seiner E-Mail-Adresse. Ansonsten, ihr könnt unserer WhatsApp-Gruppe beitreten, Link findet ihr auch in den Shownotes. Da gibt es jetzt auch den ersten und dritten Mittwoch im Monat gibt es immer so einen Stammtisch in Discord. Da haben wir einen Discord-Server aufgesetzt, auch für Mixing-Feedbacks, wo man dann über Sonobus jedem alles zuspielen kann. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und da haben wir Benedikt Hein zu Gast, der Host vom Self-Recording Band Podcast. Freue ich mich sehr. Super netter Typ. Höre ich regelmäßig den Podcast. Sehr, sehr spannende Themen. Ist so ein bisschen anderes Konzept als wir, aber auch sehr, sehr cool. Die haben nämlich Ahnung. Und genau, ansonsten wünsche ich euch, bleibt gesund und happy producing und bis nächste Woche. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an Yannick, dass er hier war. Und ja, nächste Woche sehen wir uns in alter Runde wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank, Marc Beetz, dass du dabei warst. Ja, Klaus Bohn. Ciao, macht's gut. Tschüss.